3. Wir können ja mal eine Runde aus Spaß mal hier spielen. Ja, meine ich ja. Wir können ja bis halb haben wir Zeit. Und ich hoffe, es melden sich welche, die so mitspielen wollen, weil sonst ist es ein bisschen doof. Und vielleicht haben die ja auch schon ein bisschen jemanden mitgenommen. Cooper, willkommen. So, ich muss doch den Nightbot aktualisieren. Bro, ID, siehst du die oder soll ich die sagen? 1, 2, 3. Braucht ihr nur Arena von Freunden? Achso, geht auch, ja, stimmt. So, das aktualisiere ich jetzt auch einmal. So, und ich sehe jetzt dein Counterpick. Mein Counterpick? Ja, ich sehe dein Nest. Soll ich das Nest spielen? Willst du das? Nein. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich noch mehr von dir gibt, meine Kühe. Als dein oder als Nest? Weißt du was? Ich habe noch einen zweiten Charakter heute. Als Falco. Ah. Wähle deinen Kämpfer! Ja, ich will mal heute so ein bisschen was. Ach, ich hab falsche Charakter gemacht. Falschen Charakter, genau. Gooper, bist du vorbereitet? Wähle deinen Kämpfer! Auf den großen Kampf? Den wollte ich nicht. Junge Link! Die Leute mit dem hier. Ja, wie gesagt, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Moin, Slipfish, was geht? Ah ja, ich muss noch Dings ändern. Bro, wir haben jetzt nur noch spezielle Stages, die wir nehmen dürfen. Hast du es gesehen? Die Stages? Ja, ja. Ist das Zufall, welche gepickt wird dann, oder meine? Ja. Aber ich glaube, abwechselnd ist das. Welche nehme ich denn? Nimm die hier jetzt erstmal. Ich freue mich auf gleich. Falcon. ich freue mich auch auf gleich. Muss ich noch ein bisschen Lauf erstellen? Los! Die ist. So. Oh, okay, sorry. Ich sehe es gerade ein Turnier. Nom, du kannst gerne mitspielen, wir haben sogar noch Platz frei. Und du bist der Erste, der sich noch nicht eingetragen hat, der hier ist. Moin, hast du einen Lauder bei dir? Nein, das ist mein Kumpel Aydin. Blau ist auch so ein Streamer und der sieht ein bisschen ähnlich aus. Horde des Law heißt der. Oh! Das war ein Mashallah, Alter, was für ein Spike. Ich weiß nicht, in letzter Zeit spiele ich gerne diese ganzen Fast-Packs. Vorher kann ich so gar nicht mit dem da. Ja, ich üb das gerade im Spiel. Moin Albion, moin Montines, moin Maiko. Freue mich, dass schon alle da seid. Oh shit. Nein. Oh shit. Was geht, Weep? Weep ist auch gehypt. Ich kann's verstehen, ich bin auch gehypt. Und Luca, dann kannst du wohl nicht mitmachen. Weil wenn du gewinnst, dann müsstest du halt weiterspielen. Und wenn nicht, dann wärst du halt raus, weil du. Dann wäre das eh geil, wenn du eine Stunde kannst. Aber du kannst, wenn du willst, trotzdem mitmachen. Nur wäre dann halt doof, wenn du gewinnst. Und kannst dann nicht mehr mitspielen. Dann würde ich aber doch lieber anderen den Bot-Hit lassen, wenn noch mal kommt. So, Bro, ich hole das jetzt auf, ne? Oh shit! Mann! Das klappt nicht so einfach. Wenn ich drauf achte, klappt das nicht, Bro. Oh shit! Nein! Ich hab den Scheiße. Ja, Mann, Falcon! Alles klar.
Und mach mal Gamecom ein bisschen leiser. Okay. Oh, der ist wirklich weit oben. Hatte ich wegen Zelda oben. Hm? Du hast Game-Sounds. Du nicht? Nein. Warum ist meine Kamera hingeblieben? Oh, ich hab Discord animiert. So, jetzt aber. Ich hab echt kein Game-Sound. Der einzige Game-Sound, den ich habe, ist bei dir jetzt. So ganz, ganz leicht im Hintergrund. Ach, du hörst aber von meinem Bildschirm den Sound? Ja. Okay, immerhin. Hey, Inkling! Heute bekommt ihr meinen neuen Charakter zu Gesicht. Boah, ich bin gespannt. Inkling. Ist ein wenig leise für mich. Okay, ich mach den gleich lauter. Inkling, du kannst nicht die Arena. Du kannst noch nicht die. Achso, ja, okay. Du kannst die Arena nicht joinen, also erst später, wenn wir. Wenn du dran bist. Wir spielen uns jetzt nur gerade ein bisschen ein. So, du bist jetzt auf 170%. Let's go. Das erste Match, für die es nicht gemerkt haben. Aiden, mit dem ich hier gerade zocke, hat ja im allerersten Turnier gegen Driven in der ersten Runde spielen müssen. Und ist ja gegen Driven rausgeflogen. Ich in der zweiten Runde dann. Und diesmal haben die beiden ein Rematch. Das könnte richtig spannend werden. Hm? Leider. Das stimmt, war ja gar nicht. Der Peach gespielt. Ich glaube, Peach ist heute nicht da. Oh nein, falsche Richtung. Smash. Ja, der heilige Fall. Kann man wieder eingefroren. Oh mein Gott, ich vergesse das die ganze Zeit. Da muss ich echt achten. Ja, ich darf Dings nicht minimieren. Ich darf Discord nicht minimieren. Ich mach das gleich, wenn du tot bist. Oh shit. Oder ich komme. So, zack. Zack, jetzt ist deine Kamera wieder an. Ich hab immer Zeit, dass ich stehe. Ja, du auch. Kleiner Junge, so lange leben. Ich bin der auserwählte Held, Digga. Was ist mit dir? Und du bist einfach nur Ganon ohne Schwert. Nein! Das kann nicht wahr sein! Ah, shit! Nein! Fucking. Ja, Friends, um halb geht's los, ne? Mit dem ersten Match. Wir werden einige Matches offscreen machen. Habe ich mich jetzt dazu entschieden, damit das nicht allzu lang dauert. In der ersten Runde mindestens 4 oder 5 sogar. Ja, weil du nicht stirbst. Das geht ja nicht wahr. So, geht doch, Alter. Dash Attack hat die einmal weggehauen. Ich hoffe, Driven kommt. Ab wann ist alles on stream? Ab 16.30 Uhr. Also 16.30 Uhr werden wir auch gucken, welche Matches wir offstream wollen. Das erste wird onstream sein. Und dann werde ich schon mal Bescheid sagen, welche offstream sein werden. Wer muss dann überlegen? Es gibt halt ein paar, die onstream ganz sinnvoll sind. Die von den Turnierchamps zum Beispiel. Oder von denen, die auch sehr, sehr Turnier-Favoriten sind, die eine Chance haben zu gewinnen. Und halt noch so ein paar, was so spannend werden. Die Wahl ist echt schwierig. Aber da finden wir schon was. Ja, klar, Alter, das mache ich oft. Bei mir geht das ganz gut. Oh shit. Ah, shit! Das ist richtig traurig, die letzte Übung, die ich hatte. Doch, man, Kombo-Potenzial so üben. Mach ich auch mal mit Schwini. Der ist doch nicht Kombo-Potenzial üben, Alter. Aber der wird besser. Oh, ich hab eine Idee. Ah, das hat nicht so gut funktioniert. Link ist immer noch so schnell, ne? Komm. Nein! Aha, das kann ich durch.
Ah, scheiße. Ich lenke dabei immer zu viel nach außen und verkackt dann deswegen den letzten Hit. Oh nein! Nein, ich war an der Platte! Falcon Up Smash! Shit! Sie liegt. Aber das Gefühl, du gewinnst, ich zähle nicht auf mit ihm. Hast du den lieber anderen Kampf? Hm? Ich hab das Gefühl, mein Falcon ist ganz scheiße. Ja, geht auf jeden Fall klar, ne? Kannst du auf jeden Fall probieren. Okay, warte, ich zeig dir jetzt mal an. Okay, der zeig wird, dir der wird ein bisschen anderen. Einfacher für dich. Zeig auch meinen anderen. Wähle deinen Kämpfer, Mario! Mein geheimer Main. Mario? Ich erzähle mal den Leuten so, ey. Ich hab einen geheimen Main, den spiele ich vielleicht beim Turnier. Mario ist mein geheimer Main. Echt? Kannst du die Ladder-Kombo mittlerweile? Ich kann alles mit dem. Ich bin eigentlich europaweit der beste Mario-Spieler. Jo! Kein der besser ist als er, ich. Hab letztens Lil Z besiegt, deswegen ist er ab jetzt mein Charakter. Lil Z hat Mario gedroppt. Ja, deswegen, jetzt weißt du warum! So, bam! Oh! Habt ihr gesehen, mein geheimer Main? Let's go! Ey, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Ich hoffe, ihr klippt das alle. Ich will später 16 Clips von diesem Film sehen. Ich weiß, das ist voll traurig, Alter. Das war richtig geil gewesen. Danke! Oh nein! Ich wollte dich hitten! Ich wollte dich kicken! Lustiges mit dem Kombi. Also Mario gar nicht. Sollte das nicht. Ich kenne eh keine Kombos. Komm! Nichts da, ich glaube, schießen Feuerball auf dich. Hier, Feuerball! Oh, das war wieder knapp, Bro. Machen wir jetzt random Smash Attacks oder so? Nein, wir machen random Spike Attacks, Alter. Na, da hab ich keine. Random Smash Attack. Oh. Ah, schade. Oh mein Gott. Secret Main! Oh mein Gott, Bro, ey, ich will 15 Clips von diesem einen Hit sehen. Ja, weißt du, die Leute haben gedacht, ey, Umutlaube wieder Kacke. Der Lava, der hätte geheim Main und so. Und dann sehen die, ey, das stimmt einfach. Er hat alles ernst gemacht. Ey, shit, Alter, der hat einfach vom Smash getroffen. Alles geplant. Das war mein Reverse Spike Attacke. Das hat aber nicht funktioniert. Du laberst so. Ey, hast du das nicht gesehen? Skipfish, hast du das nicht gesehen? Einfach, das war einfach. Das war zweimal Spike. Weg von mir. Nein! Ich war gewaltig ein Fuchs einfach! Oh, let's go! Let's go! Ich glaube, das Spiel kann doch nicht kommen. Digga, das ist so klar gewesen, ne? Sag doch einfach, so, du meldest dich an, okay? Und dann passiert irgendwas, dann sag einfach, ey, ich kann nicht. Nicht dieses, ja, mal gucken, wenn ich mich nicht melde, dann ersetze mich durch. Sowas, so, hä? Wer hat das gesagt? What the fuck? Kann doch kommen. Okay. Ja, immerhin. So, sonst wäre ich richtig enttäuscht jetzt. So, aber wir brauchen trotzdem mindestens zwei Satzspieler, die auf jeden Fall nicht da sind. Und halt eventuell noch jemand, der das einfach verpeilt hat.
Octopi zum Beispiel ist, wie es scheint, auch gar nicht mehr auf dem Server gewesen. Da könnte das durchaus der Fall sein, dass wir noch eine dritte Person brauchen. Also falls jemanden kennt oder jemand gerade hier ist, der mitspielen möchte, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Viel zu klein. Ich bin Mario. Ich will nur die auserwählten Helden. Oh shit. Ist das Pokémon Stadium 1 oder 2? Ja, okay, doch. Das ist 2. Oh, da ist der ausgerichtet. Der hat schon die Faust des Todes gesehen. Falcon Mario! Geh weg! Oh nein, ich hab Backair gebufft! Ja, ich hab ausgewichen! Nein, ich hab gar nichts. Ist einfach nicht getroffen. Oh shit. Ich werd einfach so nass. Ja, das sind nicht Jumps. Nein! Ich hab verkackt. Nein, scheiße. Egal, ich schaff das. Schade. Eigentlich nicht mal cool, aber Ich kann mir gut vorstellen, dass Full Armors auch nicht von jeder Seite sind. Also von jeder Xbox. Ich hab dich ja von oben angegriffen. Ja, ja, aber selbst mit dem Angriff hatte ich Full Armor. Dann weiß ich nicht. Dann muss Sakurai fragen, was das sollte. Ach shit! Weg mit dir! Hier, nimm das! Schade. Oh nein. Nein! Ich hab noch. Ey, stirb doch endlich mal! Nein! So, ich geh einfach aus der Arena. Hallo lieber Davi Yuki. Heute zum Mitspielen beim Turnier, wir haben noch Platz. Ey, warte mal, warum hat niemand meins beigegeben? Dem kommt ganz am Anfang. Ich weiß ja gar nicht, ob ob meine geklippt wurden. Obwohl ich sehe hier einen Clip. Guck mal die Bilanz, ich wollte 30 haben und jetzt habe ich einen. Ne, ich muss schon 30 verlangen, dass ich einen bekomme. Oh, du hast. Ich muss jetzt ranhalten. Oh mein Gott, das ist super. Oh, schnell weg. Nein. Nein! Ich lebe! Weg mit Scheiße! Dir. Ah, GG. Ich hatte keinen Block. Das wollte ich auch mal, wenn ich jemanden weggekickt habe, dann habe ich auch mal. Wie sagt Lümmel immer, Käsefuß. Bro, dann lass uns jetzt mal überlegen, welche Fights wir offstream machen. Mein. Deiner geht nicht auf Stream, deiner muss hier sein. Nein, ich will den nicht haben. Aber du kämpfst gegen Turnierchamp, der muss. Ja, eben sein. Deswegen! Ja, aber das ist ja nur der erste Turnierchamp, seitdem sind 4 Monate vergangen. Ja, und seitdem habe ich glaube, 3-mal gespielt. 2-mal? Hast du gerade 3 gesagt und 2 gehalten? Ne,
Dreimal, das dann Peace-Zeichen. Ach so, drei! Vier. Das ist so. Richtig. Das ist eine 4. Ja. Das sieht, so sieht der Turnierbaum aus. Haben Sie zufällig jetzt noch jemanden, genau jetzt, der in die erste Lücke rein will? Hier. Ruf mal kurz, kann man. Ich soll den anrufen. Ja. Ich ruf den an. Ruf du den an. Oder schreib ihn, wie du möchtest. So, wir machen den, den hier. Und je nachdem, wer hier reinkommt. Aber wir machen die beiden auf jeden Fall onstream. Ich wäre notfalls auch noch dabei. Das ist eine, Stan Ritchie. Könnt ihr mal aufhören, euren Namen ganz zu ändern? Oder hast du deinen Namen nicht geändert? Also ich meine eigentlich, dass ich jeden, Sub kannte. Stan Ritchie. Keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst gerne mitmachen. Minecraft kannst du offstream machen. Okay, Schmidi, das ist sehr, nobel von dir. Stan Ritchie, ich schreib dich jetzt rein. Der Kampf kann dann auch gerne offstream sein. Obwohl, ich weiß halt nicht, wie. Mir wurde halt gesagt, dass unser Freund Eddie hier schon ziemlich gut wäre. Deswegen wäre er eigentlich schon ganz nice, den onstream zu sehen, weil wir den halt noch nicht kennen. Okay. Speichern. Aber ich bin im Fernsehen. Du bist gleich im Fernsehen. Wir haben jemanden für die dritte, für die Lücke. Okay, okay, dann, okay, dann, dann schreiben wir da Furkan hin. So, dann haben wir die beiden Lücken auf jeden Fall schon mal voll. Es haben sich immer noch ein paar Leute nicht gemeldet. Bisher. Aber das wird bestimmt noch. Ansonsten, boah, King Kongs Wahl verdeckt die wieder unter dem Bracket, Alter. Was soll das? Piss dich mal. Yo, what the fuck? Einfach so fettes Wylord, Alter. Also ich würde sagen, ich markiere jetzt die Fights, die wir on stream safe sehen müssen. So, das ist einmal der hier. Ich markiere die links. Das ist einmal der hier, den müssen wir on stream sehen. Big Clear Chan. Meinen sehen wir natürlich on stream. Pflicht ist natürlich Albion gegen Kodasan, wegen Albion, Clear Chan. Ey, ey, Modok. Skipfish ist Pflicht, ja. Noch nicht, ich bin gerade auf Paint. Was denn? Was zeigst du mir da? Das Bild. Ich seh nur einen Teil des Bildes. Ach. Oh, ein Hauch von Tür. Ja, ein Hauch vom Müll. Turbo Strike sieht, danke für dein Sub. Ede. Turbo Strike, Abo, das ist, das ist nicht Turbo Strike, das ist Turbo Strike. Turbo Strike. Ja, man sieht gar nicht Dingens, weil ich Dingens davor hatte. Aber vielen Dank für deinen Sub. So, das sind die Matches, die wir auf jeden Fall safe on stream sehen müssen. Und King Kong würde ich halt auch gerne on stream sehen. So, damit bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal so hier hinstellen. Von den Fights können wir noch zwei Stück oder einen können wir noch nehmen. Lass mich überlegen. Oh ja. Leute, fangt an nicht zu rauchen. Lass uns den Fight auch noch online onstream nehmen. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 Fights offstream. Könnt ihr das okay? Und dann alles onstream sein. Nein, ich habe die Fights markiert, die wir onstream sehen. Aber Inkling hätte ich auch gerne on gesehen. Ja, dann pack mich offline raus, du Penner. Aber du kämpfst gegen Turnierchamp, du musst onstream sein. Ja, dann änder kurz den Pool um. Warum bin ich sowieso gegen den Turnierchamp, wenn ich quasi größter Lappen online bin? Ist doch egal, du bist trotzdem gut. Aber es ist noch aus jedem Bock 2. Ja, so will ich das ja nicht machen, sondern halt nur die, wo die Leute drin sind, die halt schon Favoriten sind. Ich bin kein Favorit. Du nicht, aber greifend! Ja, okay, dann pack ihn mit irgendjemand anderem. Nein, du musst! Ich hab das zufällig gemacht, das ist so klar definiert. So, greifend, greifend, bist du da? Du musst. Komm! Greifend, bitte nicht. Was hält wieder sein, kann, dass bei mir die Zuschauer gekickt werden? Ja, ist ja nicht schlimm.
Ist ja nur, ich bin nur der einzige Zuschauer. Also sind ja nicht so viele. Warum denn nicht alles im Stream? Damit es nicht so lange dauert. Damit es nicht so lange dauert, müssen wir halt ein paar so machen. Weil sonst kostet es ja ewig. So, Greifend, bist du da? Greifend. Greifend, kommen Sie bitte, bitte in die Arena. Ist sie überhaupt da? Ich muss mal kurz auf Discord Radau machen. Über Handy. Habe ich dich wieder minimiert, ne? Okay. Vielleicht sollte ich Musik machen. Ich muss nicht. Ist die Musik? Ja, war das. So, was höre ich denn? Greifend. In letzter Zeit ist mein Opera richtig am Abspannen. Weiß irgendjemand was von Greifend? Vulkan, du kommst ja später in die Arena rein. Beziehungsweise dein Fight ist wahrscheinlich auch off-stream. Ich glaube, wenn wir 4 Fights off-stream hätten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann haben wir eine normale Anzahl wie sonst auch. Ich glaube, ich mach den hier auch noch on-stream. Die ersten 4. Ich hoffe, das ist okay. Meinte nicht Giant Big Two, sondern nicht, dass er nicht kann. Nee, der nicht. Beatface hat gesagt, dass er nicht kann. Und Emre hat gesagt, dass er nicht kann. Sonst hat niemand sich abgemeldet, offiziell bei mir. Ja, wenn der nicht da ist, dann machen wir halt mit dem zweiten Kampf weiter. Ja, Sieg! Sieg! Nein, der kommt bestimmt gleich. Der kommt bestimmt gleich. Disqualifiziert. Disqualifikation! Nein, der hat nichts gesagt, aber der kommt bestimmt gleich. Ja, also ich würde sagen, Leute, kurz an den Stream, Disqualifikation, oder? Wir wollen ja hier fair spielen. Mattel, Uhu, bist du da? Greifen doch noch kurz, hat er gesagt. Er muss kurz zu Tier. Achso, er muss kurz zu Tier. Er kommt noch, siehst du? Siehst du, er kommt noch. Wer sagt das? King Kong. Kennst du nicht King Kong, der Affe? Etwas. Der Bowser, den du beim letzten Mal... Keine Ahnung. Dunkle Zeiten. Okay, auf jeden Fall. Wer schon mal spielen möchte, offstream, wenn die wollen, sind Hannes und Furkan. Schmili und sein Gegner, den ich nicht aufsprechen kann, weil er irgendwelche komischen Buchstaben war. Kann ich nicht aussprechen. Green Star und Wii, ihr könnt gerne auch offstream schon mal die erste Runde spielen. Und Cooper und Octoboy, aber ich weiß ja nicht, ob Octoboy da ist, deswegen braucht auch euch noch nicht zu hetzen, wenn der eine nicht da ist. Ja, und den Rest machen wir auf jeden Fall onstream. Bleiben jetzt kurz an der Tür. Ist Mattel da? Mattel, Uhu. Unglaublich, ey. Ich glaube, ich mache nie wieder ein 24er Turnier. Sorry für die Kurzfristigkeit, aber ich kann leider nicht beim Turnier und da jetzt zu Stream kommen ist. Das war am 13. August, lieber Inkling. Das war der 13. August, das war für das letzte Turnier. Hier kam ein Besuch von einem 13. Ey, jetzt ist Mattel Uwe auch nicht da, oder was? Die haben beide gewonnen. Ich bin dafür, dass wir in die nächste Runde beide gehen. Komm, dann sagen wir, dann machen wir erstmal weiter mit Stanley und Eddie. Eddie, komm in die Arena. Da musst du die Arena verlassen kurz, Bro. Nächstes Mal erst das Datum checken. Ey, safe? Keine Ahnung, wenn... Dann mach noch nicht die ganzen... Dann mach noch nicht die ganzen Offstream-Matches, weil wenn die anderen nicht da sind, machen wir vielleicht halt einfach, wenn wir nicht genug Leute haben, dass halt die anderen einfach so weiterkommen. Weil, wie sollen wir das sonst machen?
glaube, wir machen, glaube ich, dann kein 24er-Turnier mehr, wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass dann Leute einfach nicht da sind, weil das verchecken. Ich muss sagen, ich hab's auch wieder nicht verchecken. Ich hab dir ja extra geschrieben. Ja, ja. Ich vergesse sowas gerne. Okay. Also wenn jeder Tag der andere ist. Sind ja auch nur 5 Minuten gewesen bisher. Jetzt muss Eddie nur noch kommen. Eddie, komm. Komm in den Stream und in die Arena. Hauptsache, der Eddie schreibt einfach in Discord, bin da. Und dann tag ich den zweimal. Und dann kommt keine Antwort mehr. Vielleicht dachte sie, ja, ich will erst das dritte Match, das dauert Ewigkeiten. Erstmal hinsetzen. Schau mal, Weep und Greens dazu. Und schau, ob die das richtige Ergebnis sagen. Mach das, Pinko, mach das. Heute haben wir Freitag, ne? Heute haben wir Freitag. Boah, Mashallah, Ibo hat eine richtig geile Freitag gemacht. Hab ich gesehen, aber ich hab keine Zeit, dahin zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich die geholt hätte. Also, ich hätte Zeit. Ja, nach deinem Match, wenn du verkackt hast. Naja, eigentlich habe ich ja jetzt gewonnen, weil der Graven nicht da ist. Ne? Der ist da, der. Zumindest haben wir jemanden bei Graven gesagt. Er ist nicht im Stream, aber er ist auf Discord an. Ich weiß, ich hab ihm geschrieben. Ja, also, wenn ich ehrlich bin, also MKLeo, der beste Smash-Turnier, der ist gerade bei mir in der Küche. Also. MKLeo, grüß den mal. Der soll mal für dich spielen gleich. Ja, der macht gerade Essen. Ja. Die Potria hat mit. Und ich hätte auch voll Bock. Essen oder? Was? Worauf hast du Bock? Auf Essen, ja. So. Ich verstehe einfach nicht, was Offstream-Matches sind. Vulkan. Du brauchst noch keine Eile zu machen. Die Sache ist, dass weil wir zu viele Leute sind, eigentlich so viele Matches, dass sich dann halt manche im Discord halt eine eigene Arena machen und Alter, Eddie weiß ja nicht mal, was mein Stream-Ding jetzt ist. Der will einfach so mitmachen. Die Matches werden halt nicht gezeigt, genau. Also du spielst dann quasi über Discord Arena mit deinem Gegner. Und der Gegner ist ja der Hannes. Ich kann halt nicht switchen auf Discord, aber ich kann vom Handy mal gucken. Okay, Eddie kommt. Eddie ist sofort da. Wir machen einfach alle Matches von den Leuten, die schon da sind. On-Stream und Off-Stream. Machen wir dann einfach die nicht da sind. Und dann schalte ich mich einfach weg. Wir haben eine Verspätung von 8 Minuten, von 9 Minuten. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, dass sich das nicht noch länger verzögert. Also wenn du sagst, Graven ist noch nicht da, ne? Ja. Kann ich mich ja auch kurz verziehen und MKLeo einmachen, Lüter. Kannst du machen, ja, jetzt machen wir eh erstmal andere Matches. Scheiße, ich bin in 5 Minuten bereit. Alles klar, Bro. Jetzt ist er einfach weg. Ja, wäre einfacher, dann die zu nehmen, die am Start sind. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir ein bisschen gemischt halt einfach. Ich sag dann einfach gleich nach dem Match. Also, Eddie kommt jetzt gleich. Nein! Okay, neue Arena. Unglaublich. So. Hey, immerhin gehen die Off-Stream-Matches Weep gegen Greenstar schon mal voran. Triff eine Auswahl! Ich aktualisiere den Nightbot auch.
M4QD5. So, Stanley, bitte wieder reinkommen. I'm sorry. Die Arena ist zugegangen. Stan Richie ist wieder da. Eddie, ich hoffe, du hörst mich schon. Bitte. Ich drücke die Daumen, dass du da bist. Du bist der Erste. Ah, Mann, das sind aber Schwierigkeiten. Beim letzten Mal hatten wir diese Warten auf Spiel. Ich weiß, ich auch. Ich bin auch am Warten. Und, ja. Ich hoffe, der ist gleich da. Aber immerhin mit der ist ja eine gewisse Kommunikation schon da, weißt du? Das ist ja schon mal was. Das ist, ja. Das ist gut. Also dann, Eddie. Aber man kann es ihm ja nicht verübeln, ne? Vielleicht hat der so geguckt. Vielleicht hat er geguckt und sich gedacht, ja, ich bin erst der dritte Kampf. Chillig. Und dann, ja. Diese Schwierigkeit. Aber ich glaube, nach dem ersten Match wird das vorangehen. Wieso macht der Nightbot eigentlich so einen Affensmiley? Er hätte einfach Angst vor mir. Das könnte halt auch sein, ne? Wir wissen es leider nicht. Ha. Ich würde gerne alle Matches zeigen, aber dann wird das halt auch schon echt lange dauern. Wir hätten vielleicht Weep und Greenstar nehmen sollen als ersten Fight. Eddie. Kommen Sie hinein. Komm hier rein. Okay, Beeilung bitte, Sir. Sir. Albion, dein Gegner. Kolossam. Bisher noch nicht. Wir müssten mal alle wieder getaggt werden. Die müssen alle mal wieder getaggt werden. Das ist echt ein bisschen doof gerade. Aber wenn die Gegner nicht da sind, dann werden wir einfach Dings machen. Dann wir machen jetzt dieses Match. Ja, Koda ist da. Okay, Koda ist da. Muss einfach die unzuverlässigen. Ist so. Es gibt kein 24er Turnier mehr. Ganz ehrlich? Nein, es gibt nur noch 16er Turniere. Weil die haben bisher die letzten drei Male richtig gut geklappt. Und wenn da dann welche gewählt haben, dann waren immer mindestens 5 Leute da, die einspielen konnten. So, gleich geht's hier. Da ist er! Bitte achtet auf die Stage. Bitte auf die Stage achten. Und let's go! Okay. Weep und Greenstar haben beide schon einen Sieg. Schnell, bevor die Arena zugeht! Ich weiß, sie geht erst in 10 Minuten zu. In 5 Minuten. Also in 10 Minuten. Nimm einfach. Wieso speichere ich überhaupt mit dem über Discord? Das ist so spannend bei Rip und Winster. Boah, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Einfach 5 Sekunden Timer zu setzen. Blacklist Spam automatisch vom Nightbot. Was hast du? Okay, es geht los. Endlich. Liebe. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber der Nightbot hat das weggemacht.
Keine Ahnung, vielleicht hast du irgendein böses Wort geschrieben. Willkommen beim Eden Cup 4, liebe Freunde. Der erste Kampf. AD gegen Stan Ritchie. Ich glaube, wir kennen beide noch nicht. Hier in diesem Stream. Der untere Bildschirm. Darkseid, das ist Aiden. Du bist genau perfekt da. Der erste Kampf hat gerade begonnen. Erst. Und der erste Stock geht sogar direkt an, an Eddie. Ist halt rassistischer Nightcore. Kanake ist verboten, weil man nicht. Ja, weil Kanake auch ein diskriminierender Begriff ist und Alman hat eigentlich nicht. Mittlerweile schon. Ja, der wird halt so gesehen irgendwie, ne? Obwohl er halt eigentlich gar nicht so gemeint ist. Oder nicht so eine Bedeutung hat. Okay. Im Moment ist es sehr, sehr gut für Eddie hier gerade, ne? Ja, das ist sein Problem. Und wahrscheinlich ein Aussehen. Ach so, ja, das ist halt. Du kannst ja nur bestimmte Wörter bannen und der kann ja nicht auf die Sätze achten. Aber wäre natürlich okay gewesen, Albion. Eddie hier jetzt ein bisschen am Ja. Kill, ist Eddie ist einfach vorne gehört, ne? Wie sollte er sich Mühe geben? Da irgendwie den Offensiv. Sich der Böse zu nehmen. Oh, da war der erste Kill. Oh, da war der. Scheiße. Weiß nicht, vielleicht sollte ich auch mal kämpfen. Einfach Dings, ne? Sonic. Aber viel schnell raus, ne? Also, könnt ihr Bescheid sagen, ob Aiden laut genug ist? Er hört sich ja ich kann auch lauter reden, das ist kein Problem. Ich kann auch lauter reden. Okay, alles gut. Ich war mir nur nicht sicher. Okay, beide zwei Stocks. Wenn jetzt kein Kill kommt von Eddies Seite, dann war schon okay. Die Führung wurde weiter ausgebaut. Aber ist ja auch erst die erste Runde, ne? Vielleicht ist ja auch Stan Ritchie hier auf Secondary. Und weil das mal so antasten, wie es läuft. Ja, das war. Da hätte Quajutsu auch ruhig runtergehen können und dann erst kontern. Hätte, die Frage ist, ob der das geschafft hätte. Boah, schöner Forward Area. Oh, Back Area. Das hätte jetzt richtig wehtun können. Okay, nice, das ist ein bisschen viel Zeit beefen ist, ne? Für mein Empfinden. Aber es scheint zu funktionieren im Moment noch. Side B ist online eigentlich ein guter Move, schneller schwer drauf zu gehen. Ich auch, wer auch immer diesen Zauber gespielt hat. Oh! Okay, noch nicht, noch kein Ausgleich. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Das hätte richtig. Oh! Oh shit, das hätte auch schön werden können. Wenn er jetzt den Kill hinkriegt, dann kann das noch gut was werden. Wo bleiben die Dragdowns von? Oh, ich höre gerade, ich bekomme aufs Ohr, dass Weep die erste Runde gewonnen hat. Glückwunsch, Weep. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Und ja, ich finde es schon schade, dass ich den Kampf nicht sehen konnte. Ich hätte gerne gesehen, wie knapp es geworden ist. War ja auch 1-1 bei dem zuerst. Schöner Back Aerial. Gekillt. An der Kante würde es killen. Das ist jetzt wirklich gefährlich. Oh! Okay, das war's. Ja. 1-0 für Eddie. Eddie hat besser gesehen. Ich rede mal nur noch mit deutschen Begriffen. Ja, die Kanalbetonung sagt aber nur, dass du mir ein Wort verbieten kannst, nicht alle englischen. Aber ich versuch's. Nur noch deutsche Begriffe zu benutzen. Nur noch deutsche Begriffe benutzen? Ja, für 15 Minuten. Ha! Ich aber nicht. Diese ganzen im Internet. Ja. Warte mal.
Ah, scheiße! Oh, Captain Falcon! Wir haben genug Leute. Noch nicht. Aber wir gucken gleich, wie wir das weitermachen. Nach dem Kampf. Jetzt Stabuchi. Offensiv spielen ist die Frage. Das ist immer noch eine echt Kack-Stage. Einer der größten Kack-Stages überhaupt. Ich glaube schon, dass das nicht ist. Oh, Phone Aerial Chain. Down Smash abgekommen. Schafft das? Oh, ganz knapp. Alles klar, Lemmy, ich weiß Bescheid. Catch. Ja, wenn Stan jetzt nichts reißt, dann war es das aber schon. Der wird unter Druck gesetzt. Sehr, ja. Hat aber noch überlebt. Diese Stage ist echt kacke. Du kannst quasi Frame ohne Frame. Weil die Stage da runter geht. Viele Charaktere treffen dadurch ihre Down Smashes oder auch andere Sachen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist diese. Ist diese, diese Arena. Mittlerweile weiß ich nicht. Bei vielen Turnieren legal. Also. Ich bin gerade. Ja. Schlimmer als Leile. Inklick meint, er ist nicht schlimmer. Weil es auch die gleichen abgerundeten Korne und auch Minus. Das war's, das war sogar sehr, sehr einseitig. Damit zieht Eddie in die nächste Runde ein. Wir haben jetzt Eddie weiter und Weep weiter. Schon mal. Wir holen zumindest ein bisschen Zeit raus, indem halt die Offline-Fights noch da sind. Aber ihr müsst noch nicht euer Offline-Fight machen. Ein Offline-Kampf meine ich natürlich. Offline ist ja auch ein englisches Wort, scheiße. So. Wer ist jetzt im nächsten Bracket? Guck mal, wir gucken jetzt einfach, wer alles schon da ist und wer schon da ist, ne? Und die beiden spielen dann. Euren lokalen Kampf. Ist ja nicht lokal. Ich sag mal so. Corazon ist ja da, ne? Und Albion ist auch da. Wir können einfach den Kampf, weil wir wissen schon, dass die beiden da sind, den Kampf jetzt machen. Wenn ihr wollt. Was sagt ihr? Hau raus. Oh, mein Fuß. Lass uns schon mal machen. Super Idee. Also, Corazon, ich weiß, dass du da bist. Bitte, kommen Sie hinein. Und Albion auch. Moment, mal gucken, wo soll ich hinschauen? Wir sind gerade hier. Da, Albion und Corazon. Wir machen jetzt ein bisschen random die Fights, weil nicht alle da sind irgendwie. Aber ich kann schon mal fragen, ob Hannes da ist. Wenn Hannes nicht da ist, könntest du für ihn spielen. Oder Giant Bad Username hat sich auch noch nicht gemeldet. Ist er da? Mathe, bist du da? Einmal die sich noch nicht gemeldet haben. Bitte melden. Und hier, der gegen den Spiele spielt. Irgendwie komisches Haar. U. X. Batman-Symbol. Wer auch immer das ist. Hat sich angemeldet. Ich keine Ahnung, Alter. Diese kyrillischen Zeichen hat er denn in seinem Namen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hinter Fortuna. Da. Fortuna, du denkst mit deinem Arsch alles. Da. Okay, Corazon und Albion sind da. Er heißt Mitsua wegen, hier, Your Name, ne? Ehrlich, wirklich jetzt. Wo ist Taki? King Kong ist Taki. Oh mein Gott. Das ist schon süß. Ich weiß nicht, für wen ich schielen soll. Ja, ich auch nicht. Ich bin natürlich hier. Eigentlich auf Corazons Seite. Weil Albion halt einfach ein Turnierchamp ist, dann würde ich das halt jedem gönnen, wenn er da gewinnt.
Warum kann man nicht Bescheid sagen, wenn man... Warum kann man nicht sagen, dass, wenn man Bescheid gesagt hat, dass er nicht in 30 da sein muss, der so viel einfacher... Kann man nicht sagen, dass man nicht Bescheid gesagt hat, dass dann 36 da sein muss. Ihr müsst ja noch nicht da sein, also, ne, aber wenn ihr halt der erste Kampf seid, dann wäre das halt schon nice, wenn ihr Bescheid sagen würdet. Wenn ihr erst ganz am Ende da seid, dann müsst ihr ja noch nicht da sein. Also wir haben 16:50. Ja, halt auch. Ich will jetzt nicht Trash-Kampf. Also so, Mitsuha spielt natürlich Zelda. Sollte auch so sein. Online Zelda. Pretty okay. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal mit Zelda gesehen habe tatsächlich. Oh. Kann ich eine Smoken gehen oder muss ich da bleiben? Nein, du kannst Smoken gehen. Oh! Oh, der war schön. Gegen Zelda ist es halt mega gefährlich, als Held solche Sachen zu schleudern. Egal was du machst, alles kann erwischt werden. Ab B, sieht die schön. Ja, war ein nicht so guter Start jetzt gerade für den Helden. Aber der Held gewinnt ja am Ende immer. Trunks, genau. Oh, jetzt, das ist gut. Bitte. Catch. Okay, das kann durchaus was werden. Aber guck mal. Also du hast gesehen, er hätte eigentlich abschießen sollen, weil Zelda hat gerade Mitsu B gemacht auf seinem Boom. Und das hätte zurückgeschleudert werden können. Also nochmal, weil der ja Beugen noch hat. Okay, jetzt ist okay. Oh, was ein Catch in der Luft mit dem Up B. Das wird schwer aufzuholen, aber es ist nicht unmöglich. Held hat immer noch sehr, sehr viele Gimmicks. Schmidi für dich. Ich weiß nicht, Albion, dass ich den Kampf nicht ernst bin. Ich weiß nicht. Ich nehme den Kampf einfach nicht ernst. Der Held braucht einfach nur eins zu sein. Kniebeugen machen? Ja. Oh, und das war's. Und erste Runde an Albion. Sehr schön. Kann man als Zelda es nicht ernst nehmen? Das ist Tryhard Mode pur, ey. Als er ist ja, Zelda ist er nicht. Online zu spielen. Er ist ja nicht Zelda Main. Ich bin Zelda einfach nur. Wahrscheinlich wegen Level-Dingens so, ne? Weil jetzt ich dachte, okay, das schaffe ich eh locker. Ja, dann sollten die Mains mal ausgepackt werden. Hannes, bin froh, dass du da bist. Das ist eine richtige Mail. Sonic? Von Albion? Er spielt auch Peach. Aber auch zwei andere Leute. Peach? Leute, hört auf mit Peach. Ist es stark? Ja, ich weiß, es ist top hier, aber es ist trotzdem scheiße, gegen zu spielen. Ich weiß mittlerweile nicht, wer mehr RNG hat, Peach oder Held, ey. Main gehe ich erst gegen Eddie. Ja, Bayonetta. Will ich sehen, was du gleich machst. Bayonetta wird interessant. Bayonetta ist ja seit Smash 4 meh. In Smash Ultimate ist sie jetzt meh geworden. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Natürlich mit dem... Ist das Dark Pit? Ja. Das ist Dark Pit, ja. King Kong M ist nicht da, der hat sich abgemeldet, aber Burning Strike 7 spielt dagegen, oder nicht Burning Strike, wie heißt das Ding nochmal? Turbo Strike, sie spielt gegen Hannes. Ich weiß nicht, also es sieht so aus, als ob Albion schon mal eventuell Bayonetta gespielt hat. Ja, hat er auf jeden Fall, ne, also Albion ist halt wirklich gut, gegen ihn zu kämpfen ist halt, macht nicht so viel Spaß, wenn man dann nicht die Erfahrung gegen so gute Spieler hat. Der hat ja auch schon mal ein Turnier gewonnen. Das vorletzte. Ja, sehr stark. Also es sieht wirklich sehr einseitig aus. Ich weiß nicht, ob da Colossan noch ein paar coole Moves raushauen kann.
Ich finde Bayonetta halt schon stark. Bayonetta hat halt Kombo-Potenzial, wenn du bestehst aus Kombos, aber Ada hat Kraft, die andere Charaktere hat. Nichtsdestotrotz, wenn du nicht weißt, wie man richtig die heilt, dann musst du halt Kombo. Ja, du musst halt einfach drin, du kommst nicht mehr raus. Lemmy, ich sag dir gleich Bescheid, es gibt noch ein paar, die jetzt nicht da sind. Hannes, du musst gegen Furkan. Der ist gerade eine Laufung, der kommt gleich wieder. Werde ich nochmal Zeit sagen. Oh, da war ein Spike-Versuch von Bayonetta. Ja, dieser Kampf ist auf jeden Fall sehr offensichtlich, wie es enden wird. Auch wenn es halt wehtut, das zu sagen. Beide haben zwei Stocks, also das ist nicht vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob Albion ernst spielt, das ist die Sache. Wenn er überheblich ist, wird er bestraft. Das kann natürlich passieren, da hast du recht. Also, ich würde halt an Corazon. Das hätte ein Spike werden können, ja. So, jetzt habe ich das ein bisschen gefixt. Ich hoffe, dass. Oh, schöner Spike von Corazon! Mit Pit den Sweet Spot beim Down Air treffen, das ist auch eine Kunst für sich. Er nimmt sich ernst, Mario und Zelda spielt er nur, wenn er random spielt. Ja. Also, ich wäre dafür, dass wir irgendwann ein Offline-Turnier machen. Irgendwann, ja. Und da. da muss man eine Teilnahmegebühr machen, weil da kommt man auf jeden Fall, wenn man die bezahlt hat. Ja. Ich würde sagen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute, da reichen ja 5 Euro schon, das sind immerhin 100, oder? Ja, stimmt, der Gewinner bekommt nichts. Eben. Ich muss sagen, ich hoffe, mein Finger hält das so lange aus. Ich kann ja gleich gucken, ob Kleib da ist. Ja, ich spiele ohne Fingersleep. Normalerweise habe ich so Finger Protection. Ja. Aber ich hab den jetzt ausgezogen, weil ich sonst gar kein Gefühl in. Oh, ich glaube, das war's. Doch nicht. Controller habe. Es ist noch offen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Albion den Sieg riskiert. Um halt noch eine Runde zu spielen. Könnte schon sein. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er wird es gleich beenden. Oder Corazon wird es richtig eskalieren und das sich noch holen. Also, Corazon braucht quasi als Dark Pit nur 1-Side-B ja. An der Ecke und dann wäre es vorbei gewesen. Das kann sein, ja. GG. Aber gut, Albion hat das Match geholt. Albion gewinnt mit 2-0. Sehr, sehr stark. Starkes Spiel. Ich bin gespannt, wer da halt noch. Gegen wen er sonst noch so kämpfen muss. Okay, liebe Friends. So. Also Turbo Strike ist ready. Turbo Strike wird sogar von Girabi irgendwie gecheert. Die Frage ist, wer ist Girabi? Darf man random nehmen? Ja, kannst du machen. Okay, wir machen mal so. Ich fange nochmal oben links an. Driven, bist du da? Girabi, danke für dein Follow. Jetzt sieht man das nicht, wegen dem Ding jetzt. Egal. Drivend. Bist du da? Ansonsten Mattel, bist du da? Wenn Mattel jetzt nicht da ist, darf Lemmy spielen. Zumindest wissen wir über Keycom, dass Drivend halt auch da ist und gleich spielen kann. Also ich bin da. Okay, Octobay ist glaube ich auch immer noch nicht da. Wenn Mattel jetzt nicht da ist, dann spiele ich gegen Lemmy jetzt einfach. Okay, sieht aus, als ob Martin nicht da ist. Ich meine, der hätte jetzt auch eine halbe Stunde Verspätung. Ab jetzt schreiben wir für Leute, die einfach so nicht erscheinen, eine Verwarnung auf. Ab 2 Verwarnungen sind die gebannt für immer. Heißt das, ich habe jetzt auch gewonnen oder muss ich jetzt noch weiter warten? Und kann du musst noch weiter warten, weil wir bei dem Wissen auf jeden Fall Infos bekommen haben zumindest. Es war ein einziger, der gesagt hat, Graven ist da, aber kann gerade nicht. Ja, aber das sind ja Friends. Ich bin auch Friends mit Jesus. Yeah. Jesus. Und? Wir beide jetzt, Lemmy. Let's go. Jetzt lass uns mal kurz überlegen. Code, hier.
Hannes und Furkan, ihr könnt eigentlich schon mal offstream euren Fight machen. Da King Kong hat das für die getan. Furkan, Turbo Strike. Achso, die haben sich schon gesprochen, okay. So, dann wollen wir noch mal sehen, wie das hier jetzt läuft. Wähle deinen Kämpfer. Junger Link. Bereit? Es geht los, Diddy Kong. Diddy Kong. Interesting. So, Furkan und Hannes spielen jetzt offstream diese Runde. So haben wir zumindest die Verspätung ein bisschen raus, das ist halt auch gut. Boah, mit der Barrel gecatcht, wie auch immer. Hm. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nur nicht treffen. Okay, das hat mich nicht getroffen. Geh weg mit deiner Bananenschale! Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Auf die Projektile hat Lemmy bis jetzt keine Antwort richtig. Und alles, was er tut, wird gekontert von mir. Nur, man darf Diddy Kong nicht unterschätzen. Diddy Kong wird aktuell Nein. Ja. Von einem der weltbesten Spieler benutzt, also das wird schon was heißen. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Die Frage ist, ob Lemmy das auch genauso einsetzen kann. Oh. Mit der Barrel. Da zeigt jemand, wo man ist. Ich hab seine Bananenschale einfach gefangen, hast du das gesehen? Nein, ich bin tot! Ich meine, der hat so viele Prozente. Das ist komplett nicht im Vorteil. Ah, oh, das war Pech. Oh shit. %185, da musst du doch schon ein Grab halten. Mein Dings kam gerade. Sehr schön. Jetzt beginnt das Spiel wieder von vorne. Wer hat das bessere Neutral Game? Lemmy, ich werde dir keine Zeit zum Atmen geben. Boah, dieses, das war fast ein Kill. Dieses Ding, das kommt einfach random. Sehr schöner Catch. Let's go. Sehr schöner Catch. Umut führt mit seinem Link. Sollte aber mittlerweile auch normal sein, wenn er dich schon so lange spielt. Ja, ich habe halt Tage, bei denen läuft es halt besser als bei anderen. Das kennen bestimmt viele, die mehrere Charakter spielen. Ja. Oder die, die nur mit einem Charakter spielen, die kennen das bestimmt auch. Dann läuft es halt mit dem Charakter halt nicht. Guck mal, der gibt mir einfach das Ding, damit ich damit kämpfe, Alter. Das, der hilft mir einfach mit seiner Bananenschale. Schon wieder der Catch. Diddy springt eindeutig zu viel. Der wird jedes Mal gecatcht. Das hat mir sogar geholfen, Alter. Irgendwie klappt das mit der Banane nicht. Das war jetzt. Ja. Ist jetzt kein Bananentreffer richtig. Im Gegenteil, er wird selber getroffen von seiner eigenen Banane. Und das war's. Und wieder der Catch. Erst ja, das Runde. Waren jetzt. Ich glaube, dreimal von Upsmash gestorben. Da muss Lemmy definitiv was tun. Vielleicht wechselt er ja auch. Ist das Licht zu dunkel eigentlich? Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht. Holst jetzt seine Softboxen? Achso. Ich dachte, du holst jetzt deine Softboxen. Nein. Mach sie so an. Das ist ein Streamer. Lemmy hat auf Lucina gewechselt. Jetzt ist richtiger Schwert. Das könnte jetzt interessant werden. Jetzt heißt es nämlich, wer hat das größere Schwert? Wer kann besser spacen? Durchaus.
Cena ist ein sehr, sehr starker Charakter. Hat aber leider kein Combo-Potenzial. Kann aber sein. Halt sehr, sehr, sehr ja, ist ein guter Allrounder. Triple Bombe! Triple Air sein! Triple Bomb sein, Alter! Du möchtest auch nicht gegen Link und auf einer Stage sein, weil die Up Smash ist treff. Scheiße, meine Beinabhack-Taktik hat nicht funktioniert. Ja, diese Bomben nerven. Diese Bomben oh nein. Nerven jedes Mal. Und. Der hätte mich richtig catchen können jetzt. Das war ein riesengroßer Fehler gerade von mir. Aber zumindest hätte er das nicht ausgenutzt. Das wäre ein schöner Smash eigentlich gewesen. Du wärst dann instant tot. Mhm. Safe. Aber manchmal funktioniert das online nicht so, wie man will. Da will man eigentlich nach rechts und dann nimmt der das nicht an und dann funktioniert das nicht so. Das passiert leider. Ich kenne das. Oder manchmal, wenn du laufen willst und dann willst du halt Dash Attack machen, macht der plötzlich Smash. Ist mir auch schon voll oft passiert. Eben. Weil die Infos dann zu schnell sind. Ja. Oh, der war schön! Aber ich wette mich! Das war Glück! Das irgendwie war schon, ja. Glück, dass du die Bombe in der Hand hattest. Aber dafür habe ich ja, genau für solche Momente haben wir die Bombe in der Hand. Und wenn ich gerade nicht zufällig schlagen will, dann greife ich an. Gerade ein bisschen einseitig, aber Lucina muss nur gute Catches haben. Ah, da war wieder. Hast du es gerade gesehen? Meine Bombe hat einfach mir geholfen. So. Sieht gut aus. Es ist noch zu holen, es ist noch zu holen. Aber wird sehr, sehr schwierig für Lenny. Mut spielt sehr, sehr stark mit Link heute. Er geht sehr, sehr einem auf die Eier. Die Taktik jetzt ist es eigentlich, sowas von offensiv zu gehen. Absolut. In keine Projektile mehr schleudern zu lassen. Sehr schöner Back Air. Okay, ich darf mich jetzt nicht hops nehmen lassen. Ah, der Abi war leider nicht. Ich bin wieder auf der Stage. Ich glaube. Ja, jetzt heißt es wieder reinfinden. Das wollte ich gar nicht. Sehr schöner Abi. Und jetzt ist noch alles drin. Lemmy. Jetzt muss Lemmy nur einmal richtig reinkommen. Den Gap schließen, keine Projektile zulassen und dann könnte es sogar noch was werden. Sehr schön. Das könnte jetzt knapp werden. Nein, ich wollte Down Smash machen. Ich muss das jetzt holen, ich darf nicht noch ein Match riskieren. Oh nein! Was war das denn? Der hat gedodged. Ich weiß nicht, ob das auch so gesehen war oder ob er versucht hat. Aber nach einem Neutral B? Also, der Neutral B hat ihn ja reingezogen. Ja, ich glaube, er wollte halt an diese Kante kommen und dann halt nochmal schnell dran dodgen. Ärgerlich. Schade, Lemmy. Schade, Lemmy. Aber das habe ich auch nicht gesehen bei einem Neutral B, dass er so weit zur Seite fliegt. Also wirklich, das war eigenartig. Mhm. Alter, noch ganz kurz gedrückt, ne? Eben. Kein Bouncing Fish. Okay. Kein Bouncing Fish. Wer spielt mit Sheik? Er hat Inkling gerade geschrieben. Keine Ahnung, was er damit meint. Oh, vielleicht spielt Inkling okay. Mit. Okay, Greifend, bist du jetzt da? Muss man das Matchup liegen. Kann sein, ja, vielleicht. Vielleicht war ich aber auch heute einfach in meiner Höchstleistung gerade. Okay, Greifen scheint immer noch nicht da zu sein. Gegner, was da los mit Greifen? Giant Bad Username, bist du da? Meld dich bitte. Sonst machen wir jetzt einfach mit
mit Skriptfisch und Köftespieß weiter. Weil die sind beide auf jeden Fall da. Das sind 45 Minuten, Leute. Ja, eigentlich müssten wir Gleimen jetzt ersetzen, ne? Ja. Okay, haben wir Ersatz hier? Oder Skriptfisch und Köftespieß, seid ihr beide da? Ihr habt euch ja beide gemeldet. Ich bin Ersatz. Du hast schon gesperrt. Hast du Ersatz gesagt? Ja, ich habe Ersatz gesagt derzeit. Wieso wollt ihr Ersatz spielen oder was? Oder Montini und Maiko. Oder King Kong Psyduck, die sind beide auch da auf jeden Fall. Ich hab Friendlies mit dir gespielt. Ah, so ist das. So, so. Ey, das ist aber echt, das sind aber echt ein paar Schwierigkeiten. Vielleicht packen wir auch einfach gleich Leute, die nicht zusammen sind, wo Leute fehlen, einfach zusammen dann ein. So, also Maiko zum Beispiel mit dir dann. Skriptfisch, du kannst, wenn du möchtest, spielen. Gegen Köfte spielst. Wenn er. Machen wir euren Kampf dann zuerst. Weil ihr seid beide auch da. Bist du da? Ich würde jetzt Fortjet und Dingens spielen lassen. Wir machen gleich einfach bei den Leuten, die nicht da sind. Die packen einfach zusammen. Die einzelnen. Köftespieß. Bitte einmal. Jo, dann kommen wir. Okay, perfekt. Er ist auch da. Ja, dann machen wir jetzt Köftespieß gegen Skriptfisch. Auch ein sehr, sehr spannender Fight wird das werden. Heißt es, ich gehe zu Aiden. Kann sein, dass wir das gleich so machen oder dass Maiko zu Aiden geht. Ja, Hauptsache irgendjemand. Ich habe keine Ahnung, wo dein Gegner ist, Schmili. Ist hier irgendjemand, der sich mit diesem Namen identifiziert? Mit, ich lese vor. Warte mal, wo kann ich hier gepinnte Nachrichten gucken? Gar nicht, ne? Irgendjemand, der sich mit dem Namen H, kyrillisches I, komisches Ding. Blue96XX, danke für dein Follow. Komisches B und C, der sich mit dem Namen identifiziert. Haben wir hier so einen? Wenn nicht, dann werde ich gleich neu zusammenmixen. Oder einfach zueinander tun. Die Leute. Also alle, die sich noch nicht gemeldet haben, bitte meldet euch. Und jetzt schauen wir Köftespieß gegen Skriptfisch zu. Skriptfisch hat ja das letzte Turnier gewonnen. Und ja. Lol, war ein Follower-Bot. Nein! Max LPTV XD, danke für den Follow. Ich hoffe, so, Köftespieß. Und ja, Köftespieß redet sehr, sehr viel. Gerne. Und labert dann so, dass er den schwachen Leuten gerne den Sieg schenkt. Ja. Ja, und eigentlich hatte ich ein Ditto erwartet, ein Ditto-Match. Nein, ich bin kein Bot. Er ist kein Bot! Wieso erzählst du sowas, Inkling? Du 96, möchtest du mitspielen? Wir haben noch Platz frei. Das Problem bei großen Turnieren. Laut gegen ein Belehrt. Ja, das sind beides nicht. Das sind beides nicht Main Character, so wie ich weiß. Kann sein, dass es so ein Friendly Match ist. Und dann einfach nicht die Mains nehmen. Oh, schöner Catch mit einer Dash Attack. 125% für Cloud. Das ist ein quasi ein Up Smash für Byleth. Oder ein Down Smash. Down sein. Down Smash. Oh, ey, Downsmash auch richtig, ey. Lea, ja. Wenn du möchtest, kannst du mitspielen. Schöner Catch. Und wieder, da sind die Ledge Traps. Ah, leider nicht mehr angekommen.
Die haben wahrscheinlich auch gerade die ganze Zeit miteinander gespielt. Das hätte bitter ins Auge gehen können, Cloud. Ich habe doch gesagt, dass ich das Spiel noch nicht habe. Ah, okay, jetzt erinnere ich mich. Das ist gerade sehr ausgewogen. Ja, ich hätte mich schon gefreut, wenn die beiden mit Main gespielt hätten. Ja, wer jetzt weiß, vielleicht kommt das ja gleich. Kann sein, ja. Im Moment ist es ja halt eher so, die sind zwar auf dem gleichen Level, also kommt es vor, ist sehr ausgeglichen. Aber halt nicht auf Main-Level. So kommt es zumindest mir vor. Ah, da ist das Limit fast voll. Was in diesem Level mal auf das Kurs und wird er. DQT, was? Okay, jetzt wird's gepusht. Das war ein Early Kill. 109%. Achso, okay. Disqualified, DQ'd. Ah. Ich kann den. Ach, kann ich den markieren? Ich kann den nicht markieren. Ich kann seinen Namen aber kopieren, warte mal. Also die ganze Zeit ist es, dass Cloud vorne ist und Violet kriegt den Kill. Ich muss das kurz selber machen. Mann, das ist gerade ein Hin und Her. Da musste er leider sein Limit verbrauchen. So. Da war der Kill von Cloud. Endlich. Endlich. Knappes Match. Ja, dafür das. Tut sich das 1-0. Violet hat die Early Kill Power. Okay. Hannes hat gegen Furkan gewonnen. Ach, schade. Turbo Strike. Schade. Nächste Runde bitte mit Bands. Der will Stage-Ban. Stage-Ban. Wir haben ja kein Stage-Ban. Ja, heißt das, ihr habt jetzt quasi zwei Runden auf der gleichen Stage gespielt? Was habt ihr gespielt? Lyleth? Vielleicht hatte der zweimal Pech. Oh, Fuegro und Pack Guard? Oh, Fuegro ist dein Main von Lasagna. Fuegro ist dein Main? Das ist interesting. Der hat das letzte Turnier gewonnen. Weißt du nicht, was beim letzten Turnier passiert ist im Finale? 8% hatte Pikachu und Fuegro hat sich vorher mit Donnerblitz aufgeladen. Hat den von 8 auf 80% gemacht. Oder 83% oder so. Mit Zeit B. Mit dem Zeit B. Mit Zeit B. Oh, das. Da ist der Turbodreher. Einer der unfairsten Moves in dem Game. Interessant. Packguard. Oh, schön reagiert. Wenn Köftespieß das jetzt irgendwie schafft, sich da nicht irgendwie zu tricksen zu lassen, dann wird das ein schöner Sieg für ihn. Die Frage ist, spielt Köftespieß überhaupt mit Pac-Man? Eigentlich also, nicht. Für mich sieht das nämlich wirklich nicht danach aus. Tut er eigentlich nicht, aber kann ja trotzdem gewinnen. Sowas darf halt natürlich nicht passieren. Also ist halt schneller draußen, als du Waka Waka sagen kannst. Also. Pac-Man, ja, der macht ja immer, wenn der Dash den macht. Waka Waka. Spiel's auf. Boah, da wollte er ihn schießen! Da wollte er ihn schießen. Das hätte schön werden können, ja, aber. Hätte Pac-Man nämlich nach innen die-eyed, dann wäre er definitiv tot. Aber der hat schön nach außen die-eyed, wurde nicht davon komplett gerissen. Glück gehabt, oder vielleicht auch. Vielleicht wusste er es auch von dieser Cheese-Attacke.
nämlich echt nicht cool, mit der Sache gecheased zu werden. Oh! Das hätte sogar ein Kill werden können. Ja, da war der Spike-Versuch. Ein bisschen schwierig als Fuego, aber nicht unmöglich. Alter, bei Fuego hält sich eigentlich richtig Schiss, sauer. Das ist die ganze Zeit bierlich. Muss ich richtig drauf achten. Ja, macht eigentlich gut, das ist schön spacen. Am besten als Pac-Man natürlich auf Distanz bleiben. Und wir noch Distanz halten. Der kommt da richtig gut raus, ne? Der lässt. Oh, shit. Ja, leider. Das ist halt, wenn du 50% hast, ist halt wahrscheinlich, dass du tot bist. Ja. Spielt er den Schlüssel, ist die Frage. Ja, egal, Hauptsache, der killt den mal jetzt, ne? Weil sonst ist es gefährlich gleich. 50% Killprozente mit Zeitbeam. Gua! Nee, noch nicht, der ist nicht aufgeladen. Am Rand könnte er doch schon sogar gut auf am Rand oder? Könnte killen, klar. Aber da! Stell dir mal vor, der hätte den jetzt erwischt! Gamestrat müsste eigentlich lauten, Hauptsache Center Stage bleiben und nicht gepackt werden. Ja. Am Rand ganz, ganz kritisch. Alter, jetzt ist es richtig kritisch. Jetzt ist er, egal wo der den packt, ist er tot. Jetzt heißt es wegrennen. Ja, sehr schön. Oh, das war's. Dead. Buckler. Ja. GG, damit steht's 1-1. Ey, könnte ich mich jetzt nicht das echt noch holen können, dann hätte er 2-0 direkt Ende gemacht. Den Sack zu. Scheiße, es gibt's jetzt ein Match 3. Das wird jetzt spannend. Jetzt könnte Spieß wieder auf Cloud gehen. Oder wird er sein Main nehmen? Ich glaube, Köpfte Spieß geht jetzt auf Joker. Oh. Nein, geht nicht. Ah, doch. Oder auf jemand anders. Ist der noch mehr Dingens. Ich habe sogar kein Mikaze verkackt. Heute läuft gar nicht mit Frito. Ja, weiß nicht. Vielleicht solltest du auch jemand anders nehmen. Oder vielleicht brauchst du ein Match, um dich warm zu machen. Es kann sich schon mal, obwohl wir gucken gleich einfach, wer alles da ist, bitte alle, die sich noch nicht gar nicht gemeldet haben, melden, sonst mischen wir gleich die restlichen, die keinen Spielpartner haben, miteinander. Terry! Und machen das dann auf die Art und Weise. Terry? Auf Terry! Glaubt, dass, ich weiß gar nicht, ob das sein First oder Second Mate ist, aber kann sein, dass Terry kräftig wie Second Mate ist. Ich freue mich auf Sachen wie Jab Jab Down B. Nein, Jab Jab Down B ist dann, dass du nicht Jab Jab und dann Input. Oh shit. So, das wieso komme ich Thread um die Teile? Oh, sehr schön. Ich weiß gar nicht, also vielleicht ist es doch schon sinnvoll, nicht auf Joker, sondern auf Terry zu gehen. Weil es ist halt schon einfach, jemanden mit einem Jab zu erwischen. Als mit Joker seine Kombos zu machen, oder? Was meinst du? Nein, also soweit ich weiß, ist der Konter von Fuego jetzt nicht wirklich der schnellste. Das heißt, du könntest deine Kombos auf Fuego ohne Probleme machen, ohne dass der Konter es durchbricht. Also mit Joker, mit Joker. Mit Terry, ja gut, mit Terry ist das Problem, du musst halt wirklich diese ganzen Shota-Charaktere beherrschen. Und das ist gar nicht so einfach. Also für mich persönlich nicht, aber ich spiele auch sowas wie Street Fighter oder Fatal Fury nicht. Deswegen bin ich zu blöd, um Inputs zu machen. Ja, ich auch nicht, aber ich finde, mit Terry ist es einfacher, die Inputs zu machen, als bei Ken und Ryu. Und Weep kann ich machen auf jeden Fall, mache ich gleich. Beim Spiele sage ich dir gleich. Wir mixen gleich einfach die restlichen, die da sind, also die da sind miteinander und machen das dann so weiter. Oh, der war fast. Der ging fast ins Auge. Aber wir sind gerade noch gleich auf, ne? Stockmäßig. Oh, das war's. Nein. Oh mein Gott, der hat überlebt. Ja, ich werde über die Stage. Terry ist gar nicht so lang. Oh, das war's. Aber jetzt ist er weg. Er kommt nicht dazu, sein Go einzusetzen. Wenn er das machen würde, dann könnte er sich das auseinandernehmen. Ja, jetzt muss er mal hier ein bisschen Action machen. Er steht 1-1. Oh, das wäre ein schöner Kill gewesen. Entweder ja, er schafft es jetzt oder ist es vorbei. Die Katze ist ein bisschen dicker als man glaubt.
Die Katze ist aus dem Sack. Nero, was geht? Mir geht's super. Wir spielen gerade hier ein kleines Turnier. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wenn du Smash hast und mitspielen möchtest, wir haben noch Platz. Oh, das war's. Das war ein Catch. Oh. Da hat Lasagne das echt umgedreht. Ah, Montines ist doch da. Nice. Das war von einem 1-0 zu einem 2-1. Unglaublich. Good games. Fueco halt, ne? Good games. Da haben wir Skriptfisch oben. Und jetzt machen wir Ich bin müde, ey, Leute. Montines, bist du Montini? Montines, du bist doch Montini, oder? Wenn du das bist, dann kann jetzt Maiko gegen dich spielen. Und, okay, dann bist du jetzt dran gegen Montini. Ich mix jetzt die anderen zusammen. Giant Bad Username. Letzter Call. Divend. Letzter Call, du bist danach gekommen. Also ich warte seit einer Stunde auf mein Match. Letzter Call für Greifend, letzter Call für Giant Bad Username und letzter Call für Octoboy. Dabei wollte ich doch nur verlieren. 1, 2, 3. Und für diesen Typen. 4. Wenn ihr nicht da seid, ich werde jetzt Anpassungen vornehmen. Und mach die anderen Namen jetzt erstmal weg. Weil das ist doof, wenn ich das da einstelle. Ich nehme jetzt Anpassungen vor. Er ist gerade auf Discord angekommen. Ja, dann schreib ihm mal, dass er sich melden soll. Sonst ist jetzt hier Ende im Gelände. Schicht im Schacht. So, ich mach jetzt die Namen weg. Octoboy, weg. Der Typ, auch weg. So, was meint ihr lieber? Sollen wir, die dann halt doch da sind, sollen dann einfach ein hochgehen? Oder sollen die Dings machen lieber? Sollen wir die anderen lieber nochmal neu mixen? Zusammentun. Was würdet ihr lieber sagen? Was würdest du sagen, Mutt? Nein, die mixen. Einfach hochgehen. Wir haben zwei Meinungen hier. Schwierig. Also mixen ist eine Option, ne? Also dann dauert das Turnier ein bisschen länger. Ja, aber dann haben wir trotzdem dann für die anderen keine Gegner mehr. Das könnte ein Problem sein. Dann haben die ganz einfach Pech gehabt am Ende. Disqualified, die nicht da sind. Punkt. Das meine ich nicht. Ich meine, wenn wir die mixen, dann haben die halt wenn wir die mixen, haben die genauso viele Kämpfe, aber dann haben die, die Gegner danach haben dann ja auch weniger. Weißt du, was ich meine? Also irgendwo fehlt dann so oder so jemand. Das ist beim normalen Turnier nicht anders. Das stimmt halt auch wieder. Und im Finale müssen wir richtig Gas geben. Ich glaube, wir machen erstmal ein Hochgehen einfach. Wie werden das denn sonst? Wir können schon mal starten. Hier, ich mache, damit ihr sehen könnt. Ups. Montenese gegen Mosi. Ja, dann machen wir einen hoch. Wie smash die? Ja, ich glaube, das ist einfach so. Ist egal, Albion. Die gehen einfach einen hoch. So, das könnte ein richtig spannender Fight werden. Wir haben Mosi mit Pikachu. Das heißt, Mosi macht ernst. Mosi spielt mit Pikachu richtig gut und mit Toon Link. Und Montines kommt mit Terry an. Ich weiß nicht genau, wie hoch da das Level war und ob die gleich auf sind, aber das werden wir jetzt sehen. Da kommt direkt die Back-Air-Change. Alter, Mosi geht direkt richtig volle Kanne rein. Da hat nur noch das Spike gefehlt. Schöner Catch. Thank you.
Pikachu sehr, sehr aggressiv. Spiel, du bist eine Runde weiter jetzt. Du musst gleich gegen Reed spielen. Ah ja, Schmili wollte ja auch los, ne? Sorry, aber du bist jetzt eine Runde weiter, du kannst gleich gegen Reed spielen. Schmili, ich hab total vergessen, dass du nicht so viel Zeit hast. Der Chineser hat da. Oh, der ist tot. Das war, glaube ich, ein Input-Problem. Sah nicht sehr, sehr richtig aus. Das sieht gerade schon ziemlich schlecht aus für den Terry. Oh, da war fast der Down B Catch. Ja. Oh, sogar vorbei. Strong, strong. Das war ein Freestyle, das war gut. Ne, danach streamen wir noch King Kong und Psyduck. Und dann eventuell noch Gleibend und wobei, wir können auch machen, dass wollen wir noch Offstream machen, ein Match? Wir haben jetzt noch zwei der ersten Runde. Ja. Was meinst du? Wir können auch noch einen aufspielen. Dann nehmen wir Greifen nochmal mit ein bisschen Zeit. Dann können wir später vielleicht gerade eineinhalb Stunden, aber. Ich meine, du kannst jetzt auch gegen Greifen spielen eigentlich, wenn er jetzt da ist, Offstream. Da ist, kann ich auch gerne ausspielen. Mir macht das nichts aus. King Kong, wo ist der? Wo ist Kevin? Weil das wird ein schnelles Match, das dauert keine 5 Minuten. Da wollte ich am Abend ja auch eigentlich was machen, aber dann schiebe ich das so lange. Ja, du kannst bis 19 Uhr. Keine Ahnung, ich kann ihn leider nicht mehr verteidigen. Okay, wenn nach dem Match Gleivend nicht da ist, dann bist du eine Runde weiter. Dann ist das einfach so. Oh! Hä? Jetzt läuft es plötzlich richtig gut hier, Montines. Was ist da los? Ja, ich habe auch jetzt nicht aufgepasst. Ich muss kurz mein iPad an das Ladekabel stecken. Alter, Gleivend ist ja jetzt richtig gerade am zerstören. Oder waren das zwei SDs von... Hä, was war das denn? Wieso hat das Smash nicht getroffen? Eisenschweif-Attacke. Killkupfer. So, jetzt wird's spannend. Ich glaube, wir haben verpasst, dass Terry im ersten Stock noch sehr, sehr viel Go-Meter hatte. Und ihn deswegen ein paar Mal getroffen hat. Und einer davon war ein SD. Oh, da kommt. Oh, schön rausgekommen. Sehr, sehr schön rausgekommen. Sonst wären das safe 40%. Terry darf man einfach nicht unterschätzen. Terry ist halt. Seine Moves sind halt sehr, sehr schnell. Ja, ich glaube, muss ich verkackt ja auch ein bisschen die Treffer, ne? Ja, die kommen nicht dahinter. Der Grab Guard hat auch nicht getroffen. War das gerade ein Ton von dir? Ja. Okay, ich hab deinen Chat nicht auf. Ich hab deinen Stream nicht auf, deswegen. Also, wenn Mosi jetzt den Sack zumacht, wäre auf jeden Fall am einfachsten. Andererseits, ich glaube, ja, Terry hat sich das geholt. 1-1. Jetzt die große Frage: okay. Wird Mosi weiter mit Pikachu spielen oder wird er switchen? Weil die kann erste sein. Runde lief richtig gut, die zweite Runde lief richtig dreckig. Ich glaube, das kommt jetzt ganz drauf an, ob Mosi jetzt denkt, okay, ich habe selber verkackt oder denkt, oh shit, das nervt ja richtig, was Terry gerade macht. Ob es halt an ihm selber liegt oder am Gegner. Mein Controller hat kurz nicht reagiert. Ah, man kennt's, die üblichen Ausreden. No Jones. No Jones. Sehen wir jetzt, ob er wechselt. Okay, aber Gleivend meldet sich halt nicht. Oh, Tina, danke für dein Gifted Sub an King Kong. Ehre. Ist meine Wurst. Ehre. Ehre. Ich werde sofort essen. Gleivend ist jetzt leider disqualifiziert, weil er sich nicht gemeldet hat. Er hatte echt viel Zeit und er war der erste Kampf. Damit Alden, du bist weiter vorne, musst du gleich miteinander spielen. Dann ist jetzt hier nach nur noch. Ich musste nur eine Stunde 10 Minuten warten, damit endlich mein Sieg anerkannt wird. Er hatte aber ein Verteidiger halt da, ne? Ich dachte halt, yo, der hat ihm gesagt, der kommt gleich und deswegen. Ich dachte, hier kommt gleich was.
kriegt meine Wurst nur. Ja, ich suche mein Wasser gerade. Ich hol mir kurz Wasser. Mach, komm, also Pikachu kriegt gerade kaum einen Hit hin. 8% gegen 112%, das ist fair. Ich glaube nur noch einmal ein Down B und... Oh, rausgefallen! Eda, ey, was ist denn da los? Bro, Mosi hat ja 149%! Ja, der kriegt gerade leider Pikachu nicht hin. Die einfachste kriegt er nicht richtig hin. Was ist das? Steht noch ein Oh, Druck? Der hat seinen Jump verloren und ist zu spät bemerkt. Das ist gut für Monsi. Ich sag einfach Pikachu. Ich sag einfach Pikachu, ist einfacher. Manchmal ist es auch schwierig, wenn man nicht so aus erschießen kann, ob er oder sie. Das ist einfach Pikachu und Harry, er und es. Weiß nicht, Mosi erinnert mich so ein bisschen an die Schulwahnsinn. Auf Dings aber, auf Twitch heißt Mosi nämlich Maiko. Maiko ist doch auch ein Mädchenname, oder? Deswegen dachte ich halt, deswegen habe ich nachgefragt. Also Maiko ist eigentlich ein japanischer Mädchenname, wenn es mich nicht ganz täuscht. Aber Mitsuo auch. Ja, gut. Immer diese Typen. Hey Leute, das ist ein nices Tool. Darkseid! Ich glaube an Mosi, aber mehr glaube ich an Spreadfish. Ich habe Bock gegen Cloud. Hey, danke Darkseid. Darkseid, danke für deinen guten Sub an Weed. Ehre. Ehre! Okay, Musi führt wieder. Ja. Also aber man darf den Go-Meter nicht unterschätzen. Ja. Das ist quasi ein Jab und dann. Was ist das für eine Attacke, aber Alter, was er bringt? Bei Power Dunk? Nee, nicht Power Dunk. Hier irgendwie. Keine Ahnung, wie heißt. Boah! Oh, Power Geyser, Alter, genau. Power Geyser, ja. Die Sache ist aber, das kannst du. Nice, sehr, sehr wichtig, dieser Kill jetzt hier. Die kannst du aber auch shielden danach, aus der Combo hinaus. Das geht. Da hat man genug Zeit dafür. Heute einfach Subtag. Wir gönnen den Hype Train einfach. Komm, oh mein Hype Train nähert sich! Aktiviert den Hype Train! Tschu-tschu! Ich mach so ein Seil so ziehen. Tschu, wie bei Zelda Spirit Tracks. Warte. Hype Train, wenn viele Subs verschenkt werden. Und oder Bits geschiert werden oder so, dann kommt Hype Train. Dann kann man spezielle Emotes freischalten von Twitch aus. Das geht nur, wenn du beim Hype Train mitgemacht hast, irgendwas halt gemacht hast da. Hey Leute, ich habe ein neues Konzept, das hat vielleicht jetzt gerade nicht mit Smash zu tun. Was haltet ihr davon, wenn unser lieber Streamer Umut sich jetzt demnächst so zwei Mikros mit Ohren holt und dann so ein Ear-Licking Ass? Ich habe gehört, das kommt aktuell sehr, sehr gut an. Jetzt muss er sich nur noch so leicht bekleiden und dann, ich bin mir sicher, Hype Train ist er da. Das wollen alle bestimmt. Das wollen alle bestimmt. Ja, ich würde es auch gerne sehen wollen. Ich auch, ich würde es gerne machen. Wie du mein Ohr quasi leckst. Ey, muss ich holt sich das gerade. Oh, knapp. Darkseid, danke für dein Gift und Sub an Montines und Gotzo. Ede. Oh, der. Und oh, der Tackle Attack und tot! GG, Mosi Darkseid hat sich das zurückgeholt. Darkseid, größter Gönner und Mosi, größter Kämpfer, zurückgeholt. Komplett unter Druck, aber 2-1 geholt. Boah, ey, ich hätte das nicht erwartet, dass es so knapp wird. Heftig. GG, aber auf jeden Fall, ne? Martinez hat wirklich gut gespielt. Ja. Damit sind wir jetzt offiziell bei dem letzten Kampf der ersten Runde. Psyduck gegen King Kong. Kommt bitte in die Arena. Ich muss mal kurz... Scheiße, warum regnet es eigentlich Bomben? Was ist eigentlich mit mir? Cooper, du hast die erste Runde gewonnen. Gerade. Du hast es geschafft. Du bist gegen Albion gleich dran. Nice, GG. Cooper, ich bin richtig stolz auf dich. Du hast es einfach geschafft, die erste Runde zu gewinnen. Du bist mit dabei. Ja, ne? Crazy. Jetzt bin ich arm. Ey, Hauptsache, wir reden so letztens im Discord und überlegen dann so. Ich muss kurz Dings markieren. Psyduck hier auch noch im Discord. Kann ich gar nicht. Ach, ich muss das kurz auf PC machen. Hauptsache, wir reden halt so im Discord. Und sagen sie, ey, yo, lass uns mal ein neues Spiel holen. TTT vielleicht, ne, Game of Mod bisschen. Und, Darkseid halt so, yo, kein Geld.
kein Geld. Und jetzt hier gibt's dir erstmal gleich Subs, Alter. Ja, man muss auch Prioritäten setzen, ne? So, wo ist Psyduck? So. Sehr schön. Hast du da ein Skript auf oder? Ach nee, du hast Discord auf. Ja, ich hab ein Skript auf. Du hast Discord auf. Du bist. So, ich hab die kurz da getaggt, also. Hat irgendjemand Genshin in Discord gepostet oder was? Genshin? Ja. Wie Genshin? Oh, es Psyduck ist da. Ja, kann sein, kann sein. Wir haben darüber geredet. Na, schau, so. Ja, im Discord, ich hatte gerade auf der Kamera links an. Und Schmilli spielt Genshin. Schmilli, Genshin, Junge! Kupert hat gegen mich gewonnen. Oh, 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 ich sehe gerade Schmilli. Also, Baal und zweimal Sarah, ich gönn dir, ich mach kein Auge. Ja, der Aiden spielt nämlich auch. Aiden spielt nämlich auch. Aber ich will jetzt nichts sagen. Ich gönne dir wirklich vom Herzen. Ich hab Ball, nämlich C1. Ich spiele den Lucky Boy. So, Psyduck wählt aus gegen Taki. Das wird jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Duell zwischen den beiden. Taki und Psyduck. Ich bin gespannt. Der Verlierer geht ins Schattenreich. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Und direkt noch ein Battle Royale. Ich bin gespannt. Let's go! Das wird jetzt ein richtig heftiger Kampf. Du musst nämlich wissen... Skipfisch, mein Beileid, dass du weder Baal noch Sarah gezogen hast, ey. The Shaftness is real bei mir, Hoyo. Ja. Ich hoffe, es leckt nicht. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Taki? Achso, Taki ist noch kurz auf dem Klo. Hat er geschrieben. Oh, Schmilli, danke für deinen Gifted Sub. Schmilli! Ehre! An Ehre. Junk Best Boy. Wer ist denn Junk Best Boy? Falls ich gleich nicht mehr da bin, dann schreibt mir, wer gewonnen hat. Gewinner vom Turnier bekommt Sub. Oh. Ehre. Ehre. Ich schreibe ihm einfach Ehre. Gleich. Jo, wir haben drei erste Plätze. Auge. Wir haben einfach drei erste Plätze. Wir können mal drei Stück. Komm mal heute Abend vorbei. Wir zocken ein bisschen Smash. Ja, komm mal beide hier Smash vorbei. Dich. Ich habe Nachtschicht. Ciao, Alter. Als ob wir nach Dortmund fahren, während du arbeitest. Ja, easy. Let's go. Ciao. So. Sei macht das für mich mein guter Partner. Okay, ich spiele leichte Legs. Ja, oha. Okay, es war noch relativ am Anfang des Matches. Man kann es nochmal wiederholen für dich. Ich glaube, ich bin nur rausgeflogen. Wenn bei dem nicht weg ist, ist ja okay. Boah, das ist ja ärgerlich jetzt. Ja, das heißt, dann müssen wir. Leute, dann müssen wir mal miteinander reden, wa? Das heißt. Psyduck wahrscheinlich hat eine schlechtere Verbindung, sodass ich halt rausgefunden bin. Und Schwilli, danke für dein Sub-Gift an Skriptfisch. Crazy. Alter, ihr gönnt ja heute richtig, Schwilli und Darkseid. Ihr hauen ja richtig rein. Schwilli, dich ja gönnen ja mir. Ich sehe erst jetzt das Video von Schmilli. Ich wurde bedroht, beraubt und geschlagen. Ey Leute, also ich will jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Geht auf Schmillis YouTube-Channel. Können Sie bitte Lag-Test machen? Ich will so nicht guter Typ. Wie meinst du Lag-Test? Psyduck, ich glaube, irgendwas ist mit deiner Verbindung. Du könntest deine Dingens einmal neu starten. Vielleicht deine Switch. Weiß nicht, wenn du deine Switch... ob du die ja, schalte die mal einmachst. Komplett aus. Sollte ich auch mal machen. Ich mach das nämlich jetzt auch. Habe ich nämlich auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Der Vertrag ist shit. Okay, es liegt wohl allgemein an der Verbindung. Ja, also das ist halt sehr kacke im Turnier, wenn das so viel lag. Da kann ich das dann vollkommen verstehen, dass King Kong da keinen Bock drauf hat. Und es Spider schaltet auch selber gerade... dass er oder sie so nicht spielen möchte. Gut, du musst in die Arena und dann gegen beide einen Lag-Test machen. Schauen, wer laggt. Was ist ein Lag-Test? Wir machen kurz einen Test. Ach so, so ein Lag-Test. Ja, so ein Lag-Test. Gegen beide spielen, um zu gucken. Es reicht ja einer. Wenn es jetzt bei King Kong nicht laggt, dann wissen wir es ja. Ich habe neuerdings auch ein Langkabel, ne? Heide? Habe ich das erzählt? Respekt, ich nicht. Muss ich holen, weil das immer...
Sieht gut aus. Es scheint echt null zu laggen bei King Kong. Dann liegt es wirklich an Psyduck. Wir können es gerne nochmal versuchen, nachdem Psyduck seine Switch nochmal ausgeschaltet hat, weil manchmal liegt es wirklich daran. Ich glaube, Psyduck hat ja auch schon. Kann auch sein, dass es lag und Nintendo schuld ist. Das kann auch sein. Aber Psyduck hat ja auch selber, glaube ich, damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Oh mein Gott, ich habe gewonnen! Schade, Psyduck. Auf jeden Fall richtig ärgerlich. Ich würde vorschlagen, wenn wir uns sowieso schon alle Zeit der Welt genommen haben, Psyduck, schalte noch mal bitte einmal deine Switch aus. Ich weiß nicht, ob du dein WLAN oder wie schnell sich dein WLAN an- und ausschaltet und sich wieder verbindet. Dann könnten wir uns die 2 Minuten noch nehmen. Ich weiß nicht, könnten ob jemand. Könnten wir auf jeden Fall machen. Nee, das wäre der letzte Kampf der ersten Runde. Ja, gut, dann ist es ja kein Problem. Du kannst nochmal aus- und anmachen. Wir können das gerne nochmal testen, wenn du möchtest. Ansonsten machen wir einfach links oben einfach weiter und gucken den Kampf gleich nochmal. Dann können wir das vielleicht gleich nochmal testen. Wenn du willst, ich weiß nicht, wenn du sagst, ey, ich kenne meine Verbindung, die ist so oder so scheiße, dann ist egal. Ansonsten, Alvin, dann sind wir beide jetzt dran. Ja, okay. Also, wie abgesprochen, kann ich dann gleich extra verlieren, dann kommst du wenigstens eine Runde weiter. So hab ich mir das halt gedacht. Ah, shit, ich hab dich nicht gemutet. Scheiße, jetzt hat das jeder gehört. Scheiß. Bro, aber was spiele ich jetzt gegen dich? Wähle deinen Kämpfer. Ja, ich spiele halt Charaktere, die ich halt nicht so oft spiele, ne? Ich dachte mir so, warum nicht? Ich muss jemanden spielen, mit dem ich gegen, den ich gegen dich nicht so oft spiele. Oh, wie wär's mit Peach? Spiel Peach, bitte. Spiel Peach. Nein. Ich spring 3-mal von der Stage runter, kein Problem. Ich teste das jetzt mit Ness. Oh nein. Okay. Damit sind die ersten Runden vorbei und wir sind jetzt endlich bei den heftigen Fights angekommen. Ich schwitze, Alter. Also, let's go. Ja, ich hoffe, du schwitzt. Denn jetzt geht's um die Wurst, Bro. Nee, meine Bude ist echt warm heute. Ding hat gewonnen. Warte kurz. Okay, was ist los? Ich wollte Musik machen. okay, ich bin ready. Alles klar, let's go. Warte, ich werde dich, Bro! Oh shit! Nice! Es hat geklappt! Oh nein! Nice! Weg mit dir, Bro! Dieses Aussehen zieht bei mir nicht! Hochtätende Wochenende! Ah! Jetzt sofort den Blitz weg. Oh nein! Okay. Sehr schön. Alter. Oh nein! Oh! Leute, klipp das! Klipp das! Ey, das ist mein Kanal! Halt's Maul! Also, ich fand, das war ein Clip wert, Junge. Ah! Tschüss! Alter, 200%! Ich will das trotzdem noch. Ja, cool. Denk an unseren Vertrag! Ah ja, stimmt. Leute, mein Controller spielt verrückt. Ich falle runter. Wusstest du, dass ich mit Ness aufspalten kann? Ja. Nein! Oh mein Gott, ich hab's gestorben. Boah, der war schön.
Nein! Nein! Yes! Oh! Oh! Spot oh! 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 Der war krass! So jetzt! Also seine Spieltage nicht! Nein! Asozial! Das wird nicht asozial. PK-Fire. Oh mein Gott, ich hab mich gewischt! Nein! Ich hab falsch gelenkt! Oh. Das war gut. Bro, Alter! Viermal von fucking PK-Fire getroffen. Ja, weil immer die PK-Fire-Kombo. Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. PK-Fire ist so nervig. Aber ich sehe gerade, wir haben hier eine Abstimmung gemacht. Eine der Mods. Gute Idee. Okay, willst du wechseln? Ich weiß nicht, ob ich wechseln soll, Alter. Ich glaube, ich bleibe einfach. Ne, es ist gegen dich gut. Ja. Soll ich? Gut, die SD ist gefaked. Alles gefaked hier. Wie jetzt meine Punkte? Noch nicht. Best of Threes, ja. Lieber Kickoff. Komm, weißt du was? Was? Oh, ach, DK. Just for fun. Ding sagt, DK soll zu spielen. Turbo Strike. Oh, der spielt DK! Okay. Ach, just for fun. Ich bin DK, aber online echt scheiße. Ja, ich bin aber kleiner Junge. Aber das ist besser für mich, weil du bist, du bist groß. Ich bin Combo-Fu. Alter. Nein! Sehr gut. Komm, sehr gut zu Game of Food! Nice. Perfekt. Oh nein, tot. Egal. Gib mir die Blödchen. Nach dem Best of Three, ja, lieber Weed. Ah, ich hab vergessen, den neuen von Lieber Mist einzuschicken, ne? Machen wir gleich. Das sind immer noch 3 Stocks, Alter. Jetzt aber. Wo bist du? Nice. Ah, da komme ich nicht raus, ey. Nice, ich hab dich wieder. Nice Action. Was ist das? Meine Faust ist zu klein und ich bin DK. Das ist dein Problem. Du verlässt dich nur auf deine körperlichen Stärken. Doch du musst geistig auch kämpfen. Mit Köpfchen musst du dann gehen, weißt du? Nicht nur mit Fäustchen. Warum tritt mich jeder Blitz von dir? Weil es so sein muss. Ich hab Block-Armor. Nein! Ah! Sehr gut. Was für Hits, ne? Die Hits treffen nicht mal wirklich. Oh shit. Doch, alle Hits treffen! Ah nein! Nichts da, Bro! Heute nicht! Das ist mein Turnier heute! Okay.
okay. Ich kenne von unseren Matches immer, dass du selbst bei solchen Situationen das noch zurückholen kannst. Ja. Alter, das hätte jetzt Spike werden können. Oh mein Gott! Das hat mein Schild gebrochen! Das war ein Forward Aerial! Nein, das war ein Neutral Aerial. Das war Neutral? Du hast Forward Aerial. Oh, okay. Danach habe ich Neutral. Ja. Der Neutral hat dann gebrochen. GG, okay. War, gegen Duncan war das deutlich einfacher. Aber bei, bei Duncan hat es mehr Probleme. Okay. Huh, nice. Ich bin noch nie so weit gekommen. Als nächstes ist Inkling gegen Eddie dran. Liebe Freunde, ihr habt gesagt, dass ich versage. Scheiße, der musste raus. Ich kann ja gehen. Alles gut. Achso, dass ihr habt schon mehr gewinnt. Naja. Da stand, wer versagt, stand da. Also, kurz, ich muss leider jetzt schon gleich weg. Zum Anruf bekommen. Achso, okay, nicht so schlimm. Müssen wir Eddie, müssen wir kurz Eddie taggen. Deswegen, ich bin dann jetzt raus. Es tut mir wirklich leid, ich hätte gerne weitergemacht. Asker, hat aber wie die Faust aufs Auge gepasst, dass ich rein zufällig verloren habe. Rein zufällig, ja. Ja, eben. Von daher, ich wünsche euch noch was. Dankeschön. Viel Spaß noch. Und ich bin raus. Ciao, Bro. So. Damit habe ich keinen Co-Moderator mehr, aber wir können gerne noch einen machen. Wenn irgendjemand, vielleicht hat Darkseid ja Zeit und hat so Bock, seine Kamera anzumachen, damit wir so zu labern. So, Eddie. Jetzt enttäusch mich nicht. Über Discord, ja, über Discord. Da ist er. Eddie ist da. Ede. So, dann sind wir jetzt hier bei diesem Match. So. Darkseid. Ja, wenn du Lust hast, Darkseid, mit mir ein bisschen zu quatschen dabei. Du weißt, meine Cam nicht funktioniert. Naja. Ja, aber wenn du Lust hast, ein bisschen Commentary zu machen, Darkseid, kannst du gerne kommen. Okay, also Inkling spielt jetzt sofort mit Main. Sheik, so wie ich weiß. Und ich wollte es nicht als Co-Moderator, ich bin noch da. Aber ich dachte, du kannst nur bis 18 Uhr. Tina, wenn du willst, kannst du auch kommen. Okay, dann komm du, Tina. Komm rein. Es ist gerade sehr, sehr ausgeglichen zwischen den beiden. Eddie spielt hier ganz ernst mit Gold. Ich weiß nicht, ob das sein Main ist. Wie ihr wisst, ich kenne Eddie noch nicht. Aber Eddie scheint auch zu streamen. Tatsächlich. Sag mir Schüler lieber für den nächsten Cup. Achso, ja, okay. Dann wir können auch alleine. Ich kann auch alleine weitermachen. Aber Wolf führt gerade. Ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden jetzt hier gewinnen wird. Ich bin schon sehr, sehr ausgeglichen. Oh. Ach, Sheik kann an der Wand hängen. Ich weiß gar nicht. Okay, Side B hat sich gekillt. Und mit Cooper natürlich auch. So.
Aber ich habe halt von Eddie bisher nur gehört, dass er halt echt gut sein soll. Und er spielt auch echt gut. Ich bin halt gespannt, auf welchem Level und gut er genau ist. Die muss ich glaube schon, ja. Soll ich es nochmal reinschicken? So, so sieht es gerade aus. Ja, Skipwish, das ist spannend, ne? Hast du dein Finale letztes Mal gehabt? Das Finale vom letzten Mal. Es sieht gerade aus, als würde Inkling sich das holen. Und ich glaube, Eddie mag die Stage. Was macht die da? Sie hängt einfach so an der Wand und chillt ein bisschen Leben. Das ist schon ein bisschen besser. Wer hätte sonst noch Lust? Dings hätte Lust, ne? King Kong, du hättest doch Lust. Wenn du willst, kannst du auch reinkommen. Die anderen wollen ja nicht. Okay, das sieht aus nach einem Sieg für irgendwie. Tiefkühler. Ist hier Tiefkühler? Achso, Kühling. Hat Feature Emotes. Ah, Feature Emotes von Heinz. Ich habe tatsächlich auch Jackie gefragt, Heinz gefragt und Joker gefragt, ob die Zeit haben, um mitzuspielen, beziehungsweise auch mitzumodellieren, wenn die Bock hätten. Aber die mussten alle drei heute arbeiten. Unglaublich, oder? Du doch auch. Ich? Ich muss später arbeiten. Ich hätte heute eigentlich Nachtschicht gehabt, von gestern auf heute. Wolf hat aufgeholt, ne? Das könnte sogar tatsächlich noch ein knappes Match werden. Aber ich glaube, Link holt sich das. Inkling, meine ich. Nicht Inkling. Ich habe meine Schicht gestern Vormittag schon gemacht. Damit ich heute nicht ganz so zerstört bin. Oh, das hätte das Ende sein können. Oh nein! Okay. Jetzt, der letzte Schlag entscheidet. Das könnte jetzt alles entscheiden. Oh, nur schon er. Aber die scheinen noch beide sehr, sehr durch zu sein und nicht zu paniken. Die Kontrolle ist noch da. Wolf nervt sehr, sehr krass mit seiner Laserpistole. Oh. Man sieht da richtig viel Kontrolle. Die sind beide sehr, sehr vorsichtig. Natürlich, ne? Der letzte Schlag entscheidet. Oh, shit. Okay, sehr gefährlich. Aber noch kein Tod. Oh nein. Aber jetzt wird hier kein Offstage-Kampf gemacht. Oh, shit, Neutral Air. Oh, das ist es. Das war's. Oh mein Gott, das war ein richtig spannendes erstes Match. Eddie ist noch so nachgekommen. Cheat. Er kam noch so hinterher. Das war knapp. Da hat man alles rausgeholt, was da ist. Inkling, ich glaube, Eddie mag die Stage. Und jetzt müsste eigentlich deine Stage kommen. Oh, danke, Darkseid. Okay. Jetzt hat Inkling die Stage, die er oder sie mehr mag.
er keine Pets mehr verliert. Das stimmt, Darkseid, das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber wie gut, dass du hier bist. 1-0, das heißt, Inkling hat auf jeden Fall hier schon eine angenehme Position. Oh! Strong! Aber hat nicht gereicht, hat nicht gereicht. Oh, sehr, sehr schöner Attack. Okay, wir sehen, beide wissen auf jeden Fall, was sie tun. Und egal, wer hier gewinnt. Egal, wer hier gewinnt. Das hätten beide auf jeden Fall verdient. Inkling hatte gerade tatsächlich sogar Killmöglichkeiten gehabt, oder hat fast gekillt. Obwohl Eddie bei so wenig Prozenten erst war. Erster Spot geht an Eddie. Ist halt eine gute Ablenkung vor der Klausur morgen. Ah, sollst du nicht lernen? Meine Klausur lief übrigens ganz gut. Muss ich gleich mehr erzählen, muss ich zwischen den Matches machen. Alter, aber diesen. Das ist hier wirklich. Keine Ahnung. Man darf auch nicht zu entspannt sein. Ich darf jetzt nicht zu entspannt sein, weil man muss den Sack halt zumachen. Nach dem ersten Sieg. Ja, bin aber echt rausgekommen. Ich kann das, ich habe gestern auch nicht mehr so viel gelernt. Oh! Das ist die Sache. Ich habe das Gefühl, dass die Smashes von Shi gar nicht mal so stark sind. Dass man dann nicht mit den Smashes am besten geht, sondern halt mit den anderen Moves. Oh, shit. Okay, das sieht gerade schlecht aus für Inkling. Deutlich hinten. Zwei Stocks verloren. Eddie ist in Führung mit zwei Stocks, aber 149%. Alles noch offen, aber trotzdem hart gerade. Aber gerade war es ja auch andersrum, ne? Ich frage mich aber halt, was passieren wird, wenn Inkling die Runde verlieren sollte. Ob da jetzt der Charakter gewechselt wird oder nicht. Und wahrscheinlich sein Hoch, dass danach wieder Eddie Stage kommt. Okay, Sheik ist sehr, sehr vorsichtig. Wirklich sehr vorsichtig. Vollkommen verständlich. Aber man muss halt jetzt mal killen, ne? Das killt halt einfach nicht. Das ist das Problem bei Sheik. Und mit 181%, da kannst du auch nicht mehr die ganzen Kombos machen. Das funktioniert halt nicht mehr so gut. Da muss es gekillt werden. Und selbst das killt nicht, das ist so traurig. Ich glaube, man darf es gar nicht so weit kommen lassen, dass der Gegner, wenn man Sheik spielt, so viel Prozent hat und dann halt voll die Probleme hast zu killen. Du musst halt mit einer bestimmten Kombo oder so killen wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Sheik-Spieler, ne? Ich weiß es nicht genau, das ist das, was ich schätze. Sehr, sehr stark, okay, gut. 69%. Aber Gegner hat er noch zwei Stocks. Eddie hat Eddie bewahrt die Ruhe. Das meine ich, diese Kombos funktionieren halt nicht mehr, wenn du so hohe Prozent hast. Sieht wirklich schlecht aus. 131%. Aber Inkling geht nicht auf. Würde ich auch nicht. Ne? Das ist halt ein bisschen. Man fällt es einfach auf. Also es könnte sein, dass es gleich vorbei ist. Man weiß ja nie, was bei Smash, ne? Man weiß ja nie. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Das war's. 1-1. Sehr, sehr stark. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Ob da jetzt noch getauscht wird irgendwas. Oder ob Inkling bei Sheik bleibt. Oh, Eddie wechselt. Komm, Junge, lass dich einmal zusammen. Albion sagt es. Inkling wird hier angefeuert. Ich kann es verstehen. Ich gönne es beiden. Inkling ist halt auch wirklich gut.
und würde es auf jeden Fall auch beiden gönnen. Oh, und hier wird richtig losgegangen. Und die Stage von Inkling. Oh, hier wird nichts geschenkt. Hier geht's direkt los. Es kann sein, dass Eddie gerade nicht den Charakter, sondern die Stage gewechselt hat. Wo sind ansonsten so beschissen? Verstehe ich vollkommen. Ich kenne das. Das ist die Sache, guck mal. Am Anfang hat jetzt Inkling richtig viel verteilt, aber trotzdem echt wenig Prozent gemacht. Da müsste die Kombos einfach sitzen. Und weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Stärken sind bei Shi. Aber das weiß ich ja sicher. Und zeigt uns sie ja auch. Schwierig in Worte zu fassen. Vielleicht habe ich dann nach 2 Wochen Glück zur nächsten Board direkt weiterlernen bei Zeit. Erster Stock wieder an Eddie. Oh shit, das heißt, ich muss ja gleich gegen Eddie spielen. Falls Eddie gewinnen sollte. Oh, der ist die. Die Frage ist, wen spiele ich vielleicht? Vielleicht bleibe ich einfach bei Ness. Oder ich wechsle auf Luigi. Mal gucken. Beide sind sehr, sehr ausgeglichen gerade. Sehr, sehr ausgeglichen. Wieso haben wir diesmal keine Abstimmung? Das ist eh schon zu spät. Boah, aber die sind halt auch schon sehr vorsichtig beim Spielen, ne? Das dauert halt schon überdurchschnittlich lang, der Kampf. Was ja auch nicht schlecht ist. Das heißt, beide achten halt sehr, sehr gut darauf, was der Gegner tut. Und geben sich keine Blöße. Das ist Laserpistole von Wolf, ne? Aber ich glaube, also so als Außenstehender sieht man halt schon manchmal so ein paar Fehler. Aber es ist halt schwer darauf zu reagieren, wenn man gerade selber spielt. Das ist die Sache. Wobei, eigentlich wird hier eigentlich alles gut ausgenutzt, was vom Gegner falsch gemacht wird. Oder was falsch werden kann. Beide sehr defensiv, finde ich. Würde ich sagen, ich weiß nicht. Glaube ich aber gut. Guck mal, du schaffst das locker. Oh, da war der Kill. Genau, damit kann Shi richtig gut killen. Okay, jetzt kann Inkling den Sack zumachen. Ich weiß nicht, gegen wen ich lieber spielen würde, ne? Ganz ehrlich. Okay, 0-0, ausgewichen. Es hat einfach 4 Minuten gedauert, diese Stocks. Ein Stock pro Minute. Die Laserpistole von Wolf fuckt auch richtig ab, ne? Und diese friedliche Musik dabei. Okay, das ist. Sieht schlecht aus für Inkling. Aber jetzt müssen die Kombos ran. Jetzt müssen die Kombos ran. Das kann jetzt nicht so weitergehen. Oh, das wäre fast sogar gefährlich gewesen. Da muss jetzt was passieren. Inkling, da muss was passieren. Sonst kann es sehr, sehr böse enden für dich. Oh! Der Kick, der Back Air, der kam einfach aus dem Nichts. Herausgeschossen. Und GG. Wow.
Wolf gegen Schick finde ich auch sehr gut für Wolf. Das war aber auch von beiden sehr gut gespielt. Ich bin aber jetzt hier dabei. Bei Inkling, hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und Eddie, das heißt, wir beide sehen uns dann gleich im ersten Achterfinale. Im ersten Blockfinale, sag ich mal. So, damit ist jetzt Albion gegen Cooper dran. Ich hätte mich gefreut, wenn Inkling das schafft. Cooper und Albion, ihr beide seid dran. Und danach ist endlich Schmiedi dran. Endlich. Schmiedi, es tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Es tut mir wirklich leid. Aber du hast ja deine erste Runde gewonnen und du meinst ja, wenn du die erste Runde gewinnst, bleibst du weiter dabei. Und ich denke, gegen Weep hast du aber eine Chance zu gewinnen. Okay. Cooper ist da. Albion kommt auch sofort. Cooper, wir glauben an dich. Ja, auf jeden Fall. Weep, was meinst du? Gegen Schmiedi? Ist das ein safer Win für dich oder wirst du sagen, könnte gefährlich werden? Ich sehe die ganze Zeit gegen den Cloud, wie du bekommen musst. Oh shit! Cooper, Cooper, gib dein Bestes! Gib dein Bestes! Meine Seele, du lässt mich besser. Oh! Vielleicht sollte ich Spiele gleich jemand anderen spielen. Okay, das könnte jetzt sehr, sehr schnell enden. Das könnte aber auch, weiß nicht, plötzlich richtig heftig sein. Also Darkseid, wenn du willst, kannst du auch häufiger Abstimmungen machen, ne? Das ist halt, kannst du machen, wenn du Bock drauf hast. Ich habe mir die ganze Zeit nicht dran gedacht, aber vielleicht mache ich auch gleich welche. Ab dem nächsten Kampf. Oder ab dem übernächsten. Mal gucken. Okay, Albion geht direkt getrollt rein mit, Dingens, Palutena. Oh, kein Zero to Death. Aber Cooper bekommt die ganze Zeit direkt Schläge. Cooper, achte, denk an deinen Konter. Liefer gut hier ab, mach ein paar Spikes oder so. Oh! Ja, kann man so, hat leider nicht geklappt. Sehr nice, sehr nice. Im Moment sind beide noch gleich. Oh, das ist jetzt ein Spike. Cooper holt das. Cooper holt das safe. Sieht gerade ein bisschen schlecht aus, aber du musst erstmal reinkommen. Sehr gut. Konter, Konter, Konter! Nein! Scheiße! Danke, Darkseid. Die Flügel. Die Flügel. Bei Darkseids Abstimmung muss man aber immer aufpassen, was abgestimmt wird. Gerade war es, wer versagt. Und jetzt ist es einfach der Gewinn. Oh nein! Ich muss Cooper wechseln auf seinen Dark Pit. Oh, okay. Aber damit haben wir alle gerechnet. 1-0! Ist ja kein Spiel für dumme Menschen. Wir sind ja auch keine dumme Menschen, sind nur schlaue Menschen. Wir sind alle hier sehr, sehr gebildet. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. 1-0 für Mitsur. Also ich würde sagen, Darkseid. Für dieses Match ist die Zeit, glaube ich, ein bisschen zu lang. Hebst du die Hand, wie willst du das sagen? Hab gar keine Punkte bekommen, wegen Wette. Du gegen Eisen oder so. Da hat der auch gemacht, wer versagt. Es kann sein, dass du mich genommen hast, weil du gedacht hast, dass ich gewinne. Aber die Wette war halt, wer versagt. Und jetzt ist es, wer gewinnt. Oh, oh, Mitsua hat gewechselt. Und er ist gewechselt auf Pyra Mithra. Wie hat der andere? Ja, du hast keine Punkte bekommen? Dann müsstest du eigentlich Punkte bekommen haben. Ja, dass es schief gelaufen ist.
Das ist wirklich seltsam. Vielleicht hast du den Punkt einfach reingemacht. Also Albion macht hier einfach nur ein bisschen Fun. Ich hab den letztes nicht. Ja, optimal, das stimmt auf jeden Fall. Da hat Darkseid mal ein Argument geliefert. Ja, aber selbst wenn jetzt, also das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass Cooper gegen Albion spielen muss. Aber Cooper hat sich tatsächlich auch wirklich verbessert im Laufe der letzten 4 Monate. Ärgerlich, das tat weh. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass irgendwann dass irgendwann Cooper auch eine Chance gegen Albion hat. Dass es irgendwann sein kann. Und ich finde das auch echt krass. Also Greifen setzt sich da, weil der halt einfach disqualifiziert wurde. Er war einfach nicht da. Ärgerlich, ist aber so. Albion und Skriptgriff, die anderen beiden Turniersieger, sind immer noch im Rennen. Und Albion wird auch, wie es aussieht gerade, im Rennen bleiben. Bei Skriptfisch und Mosi könnte das sich ändern, tatsächlich. Das ist halt schon ein finale würdiges Match bei den beiden. Oh, Sack and Kack, Alter. Du hättest doch gönnen können. Komm, Albion. Du hast dich gegönnt. Gönn ihm doch seinen Sack and Kack. der will lieber zerstören. Guck mal, jetzt macht der Abbie. Doch nicht. Oh, Upsmash, das war's. Okay, Cooper. Du hast dich tapfer geschlagen und dich verprügeln lassen. Das sind ja alles Formalitäten hier gewesen. Deswegen musste das sein. GG. Und damit zum ersten Mal heute auf Leinwand sehen wir Schweep und Schmilli. Weep und Schmilli. Achtung, Achtung. Weep und Schmilli. Bitte betretet die Arena. Achtung, Achtung. Weep und Schmilli. Ich bin so ein Waifu Warrior, oh mein Gott. Ich komm gleich. Okay, komm bitte rein. Komm bitte rein. Zum ersten Mal beide auf Leinwand. Ich bin froh, euch beide hier begrüßen zu dürfen. Schmilli, es tut mir leid, dass du. Es tut mir leid, dass du so lange warten musstest, tatsächlich. Aber ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Dein Gegner war halt nicht da, deswegen konntest du nicht spielen. Aber dafür bist du halt weitergekommen. Also hat das ja plus minus. War ja schon richtig, oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist okay für dich gewesen. Okay, Weep ist da. Weep wird vermutlich mit. Achtung, wer verliert? Ist jetzt die Abstimmung. Ja, ich sag's lieber vorher. Und Schmilli ist auch da. Okay. Ich denke, Weep hat sich halt in den letzten 2 Wochen schon stark verbessert. Weswegen ich glaube, dass das wohl, dass Weep hier halt gute Karten hat. Schmilli hat aber gerade noch trainiert, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht schafft er das. Langsam, was ist mit dir? Willst du mit mir quatschen? Willst du in den Talk kommen? Du musst deine Kamera nicht anmachen. Bereit? Okay. Cloud gegen Weep. Ich weiß nicht, ob Cloud so ein guter Pick war.
Eigentlich schon, weil Schmiede hat ja nicht mit so vielen Charakteren trainiert. Aber Wolf hat gerade noch gesagt, er hätte gegen Cloud trainiert. Okay, Schmiede startet mit Nuchel B. Hat seine Workbench einfach gemacht. Oh. Jetzt sehen wir aber auch, wie gut Schmiede gegen Steve haben. Ich glaube, Spiel hat ja nicht so viel Erfahrung gegen Steve. By the way, Schmili streamt auch. Schaut gerne bei Schmili vorbei. Vor allem wenn ihr Smash spielen wollt und auch mal gegen Leute spielen wollt, die halt nicht OP sind, dann könnt ihr da sehr, sehr gut miteinander trainieren. Erster Stock für Schmili. 47%, das läuft gut. Das läuft gut. Kommt Weep gerade nicht klar oder ist Weep so aufgelegt? Wir wissen es nicht. Oh shit, aber es ist nicht so schlimm. Wenn Steve Smash, ne? Der Smash nicht, der klatscht einfach mit seinem Schwert. Ich bin einfach Pro. Ja, Schmili schafft das jetzt. Und Weep hat gar nicht mehr so viel Materialien. Guck mal, der hat nur noch 3x Eisen. Jetzt darf Schmiede nicht ihn farmen lassen. Er muss es reinhauen. Oh, das ist stark. Die Mauer war dafür da. Er hat keine Materialien. Schmiede, du musst rauf. Du musst jetzt rauf. Du musst jetzt holen. Er farmt wieder. Er farmt. Nein! Egal, erster Stock nur. Und der Smash. Schmiede führt. Unglaublich. Schmiede spielt gut gerade. Oh, da hätte er 200 müssen. Sehr gut. Der wollte ihn glatt packen. Das ist gefährlich. Darauf muss man nur noch achten. Davon lässt er sich zu oft treffen. Oh, nice. Okay, wenn ich Weep wäre, ich würde mir schnell mein Dings holen. Ey, er müsste eigentlich... Schmiede ist das erste Mal in der zweiten Runde. Er will noch nicht raus. Er will auch nicht raus. Er sollte auch nicht raus. Er schafft das. Er darf sich nicht von diesem Flammending treffen lassen. Und auch nicht von dem Side B von diesem Wagen. Das meine ich. Das ist nicht gut. Er hat keine Materialien. Weg mit ihm! Erste Runde geht an Schmiede! Oh shit! Nice! Let's go! Boah! Okay, die erste Runde lief nicht so gut für Weep, aber ich weiß, dass Weep mehr kann. Weep kann mehr. Jetzt ist aber die Frage, also was passiert jetzt? Ich hol das auf. Es ist auf jeden Fall möglich. Also, keine Ahnung, vielleicht kam zu gerade auf Schmiedes Spielstil einfach nicht so gut klar. Kann echt sein, aber oh, er switcht auf wen? Auf Piranha-Pflanze vielleicht? Auf seinen eigentlichen Main? Vielleicht. Das könnte Schmiede natürlich etwas aus der Bahn werfen. Warte mal, hat Tina jetzt auf Schmili gesetzt, dass Schmili verliert und feuert ihn jetzt trotzdem an? Das ist wie bei Mr. Krabs so. SpongeBob-Junge, du schaffst das! Alles auf Neptun! Okay, das könnte jetzt durchaus schwierig werden. Für Schmili. Das könnte durchaus schwierig werden. Weil Schmili muss jetzt komplett umgewöhnen. Ein anderer Charakter und... heißt nicht, dass er das verkackt. Auf keinen Fall. Ne, wer weiß. Er spielt gerade viel besser als vorher, aber jetzt hat er andere Sachen, auf die er achten muss, die er nicht kennt. Und das könnte halt durchaus dazu führen, dass das schwierig wird. Aber es läuft im Moment gut. Das war ein guter Start. Doppelter Smash. Oh!
Okay, das ist aber ferner, dass sie schafft das. Oh nein, nein, darauf musst du achten. Wenn er da runter geht, der hat Full Armor, Bro. Aber Spiel hört mich eh nicht. Das heißt, ich kann so viel erzählen, wie ich will. Und die Kugel ist halt auch sehr gedrückt. Okay, sehr gut. Erster Stock. Doch nicht. Doch nicht. Er hat überlebt. Spiel ist noch nicht vorbei. So, jetzt. Smashen weg. Nein. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich ein bisschen parteiisch bin. Und ich bin die ein Feuer. Oh, shit. Wir beide noch einen Stock, aber es ist sehr ausgeglichen. Es ist wirklich sehr ausgeglichen. Oh, schade, der Upsmash hätte dafür müssen. Vorsicht, Vorsicht, nein! Ich achte auf sowas. Okay, okay, 150%. Das ist ein schneller Kill und alles, beide sind gleich auf. Sehr schön, sehr schön. Das hat gut geklappt. Schmini muss auf die Kugel achten. Das tut er aber ganz gut eigentlich. Und auf dieses, was ist eigentlich? Down B, glaube ich. Falsche Richtung wieder. Egal, aufgeholt schon. Nein, das geht da durch. Das ist ja vielleicht nicht. Oh, das Gift. Gefährlich, gefährlich. Nicht Schild breaken lassen. Oh, das war ein, das war ein guter Kill. Schmini muss einiges aufholen jetzt. Aber es ist erst das, es steht immer noch 1-0 für Schmini. Das heißt, bis wenn er jetzt verliert, kann er das noch holen. Weil jetzt lernt er gerade, wie er gegen die kleine Pflanze spielen muss. Dass er auf das achten muss, das ist ganz wichtig. Ich glaube, machen die. Weave hat auch seine Fangemeinde hier. Völlig berechtigt. Weave ist ja auch ein echt guter Spieler eigentlich. Also was ist das eigentlich? Er ist halt echt gut. Oh nein! Da war der Kill. Da war der Kill mit zwei Stocks noch. Das war jetzt noch Kill gewesen. Zwei Stocks hätte er abgezogen. Aber so steht es jetzt 1-1. Echt spannend, spannender als ich gedacht hätte. Und ja, jetzt Spiele muss eigentlich nur noch auf dieses Down B achten. Dass er davon nicht, sich nicht treffen lässt. Das ist das Gefährliche hier in dem Matchup. Für Spiele. Ich denke, Spiele hat auf jeden Fall eine Chance. Aber Weep halt genauso. Beide wechseln nicht, wie es aussieht. No joke, bei mir ist der Kill Spark im selben Moment passiert im Stream. Ach, spielst du gerade noch Dingens? Bisschen Übung außerhalb deines Kampfes. Darauf musst du achten, Spieli! Spieli Stage. Das ist nicht gut. Die Stage ist besser für Weep. Kumala, danke für dein Follow auf Ede. Vor allem, dass du da bist. Ich will gerade ein bisschen Freakle. Ja, bisschen drin bleiben, ne? Ist auch gleich wieder dran. Okay, okay. Beide sind noch voll da. Prozenttechnisch ist das auch sehr gut. Genau, Schmini, du musst ausrechnen. Die Kugel ist halt das Gefährliche. Weep kann sich halt unter den Platten verstecken, wenn Schmini von oben kommt und die Kugel einfach machen. Er hat Full Armor, da musst du schielen oder ausrechnen und dann auf der anderen Seite sein. Erster Stock an Weep. Das reicht leider hier nicht. Du musst schon ein Forward Smash. Forward Smash! Für den Döner! Das killt halt leider nicht. Das hätte jetzt ausweichen müssen und smashen müssen. Oder halt damit. Das killt jetzt auch. Aber er hat nur 15 Sekunden, dann geht das weg. Schade. Ein Full Armor geht ja da nicht durch. Oh shit. Also das sieht gerade nicht gut aus. Hier ist Weep jetzt deutlich in Führung. Schmuli lässt sich zu oft von dem treffen. Von der Attacke treffen. Und wenn er die halt macht und er will angreifen, dann kann der halt auch nicht smashen. Das geht nicht wegen dem Full Armor. Oder durch den Multi-Hits. Deutliche Führung für Weep. Ich glaube nicht, dass Schmuli das noch schafft. Aber ich glaube an ihn. Die eine Taktik wäre, einfach halt wegzuspringen oder so. Oder Schild zu drücken, aber dann ist halt die Gefahr, dass es Schild bricht.
Aber das Beste ist, was man da machen kann, einfach hin, bevor er rauskommt, und auf die Seite ausweichen, auf die er nicht sich neigt, weil er kann sich nur auf eine Seite neigen. So, ich spiele muss jetzt richtig Cheat-God-Modus rein und einfach nur Schaden machen und gewinnen. Ja. Let's go, genau. Nicht treffen lassen. Ah, da kam noch cool raus. Oh, Upsmash, das war's. Das war's. Dieses Matchup ist für Schmini Neuland. Schön gespielt. Schön gespielt. Von Schmini auch. Ein Sieg geholt gegen Steve. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber war trotzdem gut. Damit zieht Weep ein. Die oberste Etage seines Blocks. Sein Block. Maiko und Skipfish, Maiko und Skipfish, bitte kommen Sie in die Arena. Das ist mein Junge. Mann, es ist, freut sich. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. War wirklich gut gespielt. Schade, dass Spiele das nicht geschafft hat. Aber gegen Kleiner Pflanze, da hätte der auch mehr Sachen achten müssen. So, das nächste Match wird aber mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar spannender. Denn Skipfish und Mosi hatten im letzten Turnier ein Finale, das mit 3-2 geendet hat. Und was Skipfish meinte, er wollte ja immer einen anderen Charakter spielen. Bin auch raus, Leute. Viel Spaß euch noch. Dankeschön, Tina. Dankeschön. Macht's gut. Maiko und Skipfish. Oh. Ich weiß, das Spiel geht aus. Haha, ich hab Spiel rausgeschmissen. Ich werde echt gut gespielt. Beim nächsten Mal. Also hätte ich Spiel noch ein bisschen mehr Erfahrung. Hätte ich Spiel noch ein bisschen mehr Erfahrung, was das Matchup angeht gegen Kalenderpflanze. Du bist dann. Du bist dann Skriptfisch und Maiko. Maiko ist da. Wäre sein Bestes gegeben. Auf jeden Fall. Also, das Spiel hat sich wesentlich besser geschlagen, als ich erwartet habe. Wesentlich besser. Rematch vom letzten Finale. Du sagst es, ja. Das ist Rematch vom letzten Finale. Aber nur Best of Three diesmal. Mosi hat vielleicht in der Zwischenzeit gegen Quake funktioniert. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Vielleicht spielt Mosi auch einfach aus Fun. Aber wenn Mosi jetzt gewinnt, ist der vorletzten, wie sagt man das, von den Turnierfinalisten die Nummer 2 schon mal raus. Dann ist Algon der letzte Turnierchamp, der noch drin ist. Und wenn jemand gegen Slipfield auf jeden Fall gewinnen kann, ist es möglich. Safe. Letztes Mal war das ja sehr, sehr ärgerlich mit dem Dings, mit dem Side B. Okay. Hi. Oh, hi, Schmini. Ich wollte nur mal. Willst du kurz Hallo sagen? Ich wollte kurz ein Hallo sagen, kurz wieder. Ja, du kannst gerade gehen. Oh mein Gott. Alter, du hast aber richtig gut gespielt, ne? 3, 2, 1. Hallo? Schmini? Also, ich hab grad nicht gehört. Jetzt höre ich dich wieder. Achso, jetzt hörst du mich wieder, ja. Du hast aber auch echt richtig gut gespielt, ne? Die erste Runde war echt super, aber dann. Ich glaube, also der erste Stock war so auch noch gut beim Kampf. Dann habe ich mich verunsichern lassen und dann ging nichts mehr. Ja, das ist halt die Sache. Du wurdest sehr, sehr oft von seinem, wenn er in das Ding reingegangen ist, ja. Und dann hat er dich damit sehr, sehr oft getroffen. Und das war halt Problem. Ja, der Pull einmal. Heißt, ich mache ja eigentlich ja nichts, wenn ich ihn angreife in dieser Situation, aber. Ja, du müsstest, wenn er sich halt in eine Richtung neigt, schnell auf die andere Seite gehen. Dann könntest du abwarten, bis er das macht und den halt wegfahren. Und wir sehen hier gerade, dass Mosi den ersten Stock schon geholt hat. Tschüss. Richtig gut, richtig gut. Klar, ist Mosi einfach. Aber ich finde es gut, wenn Mosi weiterkommt, weil es gibt. Skipfish hat das letzte Mal gewonnen, also. Ja. Das fände ich auch gut. Naja. Das würde mich auch richtig freuen.
Ja, ich will jetzt nicht verteilen, Schuldo, aber einfach um Abwechslung zu haben. So, ich wollte auch nur kurz Hallo sagen. So, ich muss ja jetzt weiter. Tschüss. Ja, ist, sorry übrigens, ne? Also dein Gegner war nicht da, deswegen hat das so lange gedauert. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ich hoffe, du bist nicht sauer. Oder nicht? Ich bin überhaupt nicht sauer. Okay, okay, gut, gut. Alles klar. Ich bin so lange in die zweite Runde gekommen, also. Stimmt, ja, und du hast wirklich gut abgeliefert. Ja. Na gut. Okay. Alles klar. Und noch einen schönen Abend. Noch viel Spaß beim Turnier. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, es ist nach wie vor einfach spannend des Grauens. Oh, und da war der gepackt. Oh, aber Pikachu stirbt davon nicht. Nein, Musik kämpft bis zum Ende. Das ist wirklich ein Match. Das ist einfach spannend. So, und ich bin dann auch erstmal da aus dem Zimmer. Dann wird der gewonnen. Dann kommt wieder. Alles klar, dann mach ich gut. Ciao, ciao. Und da ist direkt der Ausgleich. Der Ausgleich wird jetzt gewollt. Und da war. Oh, das war einfach richtig gut. Habt ihr gesehen? Skriptisch wollte gerade ab B machen. Von der Kante aus. So. Beide noch ein Stock. Oh nein! 60% hart. Das. Oh. Aber Pikachu kann das schaffen. Oh nein! Das war's. Sehr, sehr ärgerlich. 1-0 für Skipty. Aber was jetzt? Wollte nicht gerade auch anschließen. Du wolltest dich gerade auch anschließen? Na, danke, soll ich dich rüberziehen? Ich zieh dich mal rüber. Dark Side, du bist jetzt da. Wenn du quatschen willst. Oh nee. Wolltest du nicht? Ich dachte, du wolltest rübergezogen werden. Das war nur Spaß, alles gut. Aber du warst so in der. Du warst im Channel drin. Ja, ja, ich habe ja auch gewartet. Ja. Ja, also. Ich dachte, du machst mir den Commentary jetzt. Ja, ja, ich bin eher so ein stiller Zuschauer und kommentiere ab und zu mal ein bisschen was. Gerade hat Skriptfisch gewonnen. Erste Runde. Ja, ja, hab ich gesehen. Ja, Kiko hat gerade gesagt im Chat, deswegen. Alter, so. Aber wie findest du das denn? Also du spielst ja selber kein. Oh, es laggt. Ich bin rausgeflogen. Oder einer ja, von denen ist rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Das ist ärgerlich jetzt. Das sieht gar vielleicht, nicht aus. Vielleicht gehen die nochmal raus und fangen nochmal neu an. Könnte sein. Aber wie findest du das denn? Also du spielst ja selber kein Smash. Aber guckst halt gerade zu. Also wie ist das für dich? Was denkst du darüber? Soll ich über meine Mentalität jetzt reden oder wie? Nee, aber keine Ahnung. Für mich ist das halt so. Ich lasse es halt im Hintergrund in der Regel immer so ein bisschen durchlaufen. Mhm. Wenn ich halt sowas Witcher spiele oder irgendwas anderes mache. Ja. Und dann hört man gerne mal deine Aufreger, ne? Okay, also als Nicht-Smash-Spieler empfindest du da jetzt keine Spannung oder so?